Hallo und herzlich willkommen zum Ruderboot. Wir haben Hitzerekord, uns ist richtig heiß, aber wir haben auch ein heißes Thema heute. Und ich habe einen sehr heißen Co-Moderator heute, Frank Höfer. Hallo. Ja, hallo, liebe Katrin. Schön, das heute mal mit dir gemeinsam machen zu dürfen. Ich bin heute quasi der Ersatz-Uwe. Uwe konnte es heute leider nicht einrichten und deswegen bin ich spontan eingesprungen. Aber bei unseren Gästen heute ist das auch, glaube ich, kein Problem. Das ist ein Thema, da kann ich mitreden. Dann stellen wir doch gleich mal unsere Gäste vor. Ich freue mich, dass wir Nina Malaika bei uns in der Runde haben. Ich habe sie sehr beobachtet jetzt in den letzten 3 Jahren. Nina ist Moderatorin, Sängerin, Musikpädagogin, Friedensaktivistin und eine Frau, die ganz stark ist und auch gern mal den Mund aufmacht. Und sie begleitet einen Podcast, der heißt www.imstichgelassen.eu. Das an sich ist schon eigentlich, ja, der Rede wert, ne? Das machen wir heute auch. Schön, dass du da bist. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ja, außerdem begrüßen wir Marcel Bartz, der Wirtschaftsinformatiker und Datenanalyst, hat sich während der Corona-Pandemie einen Namen gemacht als sogenannter Erbsenzähler mit einem sehr erfolgreichen Video mit dem Titel Die Pandemie in Rohdaten. Das ging ziemlich rum, hat für Furore gesorgt und sorgt eigentlich bis heute für Diskussionsstoff. Schön, dass du da bist. Danke für die Einladung. Und wir haben Dr. Ronald Weichel aus Passau hier bei uns. Arzt, Frauenarzt, Naturheilkundler und man nennt ihn auch den Mutarzt und den Maskenrebell, weil er, ich glaube, gerade so dem Gefängnis entkommen ist, ne, in den letzten Monaten. Er hat über 1000 Maskenbefreiungsatteste geschrieben und das wurde ihm dann zum Verhängnis gemacht. Aber das werden wir dann vielleicht heute auch noch hören. Auf jeden Fall, ja, interessante, spannende Runde. Und vielleicht können wir ja das Thema zum Thema machen, worüber alle wieder gerade reden, das Wetter. Und ich dachte, ja Gott, es ist eigentlich wie jedes Jahr um die Zeit, Juli, August, es ist einfach mal heiß. Aber nein, ich habe gestern noch Fernsehen geguckt, da hieß es, Herr Lauterbach möchte einen Hitze-Lockdown vom Zaun brechen. Und es wird wieder alles unglaublich dramatisiert. Deswegen frage ich einfach mal in die Runde, wie geht's euch mit der Hitze? Fange ich mit Ronny an. Mir geht's wahnsinnig gut mit der Hitze. Ich liebe Hitze viel mehr als Kälte. Ich freue mich, dass wir endlich Sommer haben. Und mir kann es gar nicht warm genug sein. Lieber trage ich mal ein bisschen lockerere Kleidung, kann mich am Abend im T-Shirt draußen hinsetzen, wie ich es gestern gemacht habe, hier bei der Anreise, bei 30 Grad noch, schön im Freien gesessen. Ich liebe das eigentlich. Und das ist nichts Ungewöhnliches. Schön, dass wir Sommer haben. Und ja, ist natürlich ein gefundenes Fressen für die Klimawandel-Protagonisten. Aber es ist einfach nichts anderes als ein normaler Sommer, würde ich mal sagen. Und vielleicht erinnern wir uns mal wieder an den Sommer vor 2 Jahren, als es fast nur geregnet hat, als es immer nur unter 20 Grad war, 15 oder so, und die Schnecken den Garten leer gefressen haben. Das wissen bestimmt alle Gartenbesitzer noch. Also da hätten wir uns die Sonne, die wir jetzt haben, gewünscht. Ne? Absolut, ja. Absolut. Ja, Nina, wie gehst du mit dem Sommer um? Ja, ich bin ja halb Ägypterin, mein Papa kommt aus Ägypten, das scheine ich in den Genen zu haben. Also ja, ich bin ja aus Ägypten 46 Grad und mehr gewohnt, so. Da ist natürlich irgendwann wirklich grenzwertig, aber das, was wir jetzt hier in Deutschland haben, gerade so mit 33 Grad, finde ich irgendwie auch super. Ich freue mich total und dann wird erstmal alles ausgezogen und die Bikini-Bilder irgendwie bevölkern wieder mein Social Media. Also ja, ich werde dann ja auch immer so sarkastisch, was da jetzt gerade passiert, diesem Hitzeschutzmaßnahmen. Ich gehe da ganz stark in den Humor mittlerweile, weil ansonsten würde ich wahrscheinlich eine Krise kriegen. Und also ich persönlich finde es nicht zu heiß, ich freue mich und darf gerne noch ein bisschen heißer werden. Aber wie gesagt, wir müssen jetzt auf unsere Mitbürgerinnen achten, vor allem die Alten, dass wir da auch immer eine Flasche Wasser dabei haben. Das habe ich jetzt bei Herrn Lauterbach gelesen, wir müssen Wasser reichen, den alten Leuten. Und ich achte jetzt schon mal drauf, ob irgendjemand tot auf der Straße liegt. Also es ist offensichtlich sehr gefährlich, aber mir geht es ganz gut damit. Marcel? Also ich habe noch keine Bikini-Bilder bis jetzt hochgeladen. Schade. Aber gestern habe ich auch unter dem Rasensprenger gelegen und das genossen. Also ich freue mich einfach, wenn der Sommer da ist. Und mir ist noch der Vortrag von Professor Spitz im Hinterkopf, Vitamin D. Und deshalb habe ich das noch auch gedacht, okay, T-Shirt muss jetzt aus. Ich brauche ein bisschen Sonne. Also ich mag den Sommer mehr als den Winter. Ich bin froh, dass es mal warm ist.
Frank, wie geht's dir und deinen Kollegen? Ich bin eigentlich nicht so der Hitze-Fan, muss ich gestehen, aber Sommer, Sonne ist natürlich auch fantastisch. Und gerade bei der Diskussion hat man ja das Gefühl, es geht hier ausschließlich wieder nur darum, nochmal in die Köpfe reinzuhämmern, dass wir gerade ein ganz großes Problem mit dem Klimawandel haben. Dabei sind die aktuellen Temperaturen, die heben sich meiner Meinung nach nicht signifikant ab von den Durchschnittstemperaturen der letzten Jahre. Ja, also wir haben keine Übertemperatur sozusagen. Ja, da kann uns der Datenanalyst vielleicht nachher noch mal was dauern. Also die Zahlen sind die nächsten, die ich mir anschauen muss. Ne? Wie ist das dann, die Pandemie in den Klimadaten oder was erkennt man dann da? Die Wetteraufzeichnung der letzten 100 Jahre vielleicht noch mal analysieren. Das haben ja schon viele gemacht. Genau, ich habe mir auch ein paar Sachen angeguckt, diese Eisbohrkerne. Und ich glaube, ich sehe da auch jede Menge Widersprüche, aber das muss man sauber sortieren, wenn man damit rausgehen will. So weit bin ich noch nicht. Bis dahin kann ich dann vorbereiten. Aber gut, wir nehmen das jetzt so lustig. Wir sind ja alles vielleicht auch Menschen in einem Alter, wo man sagt, wir können mit der Hitze noch ganz gut umgehen. Aber vielleicht wirklich die älteren Menschen. Und Lockdown heißt ja tatsächlich wieder, wir sperren die Alten weg, wir sperren die Kinder weg, wir verbieten Großveranstaltungen. Und was das im Sommer bedeutet, das finde ich ja schon wieder Irrsinn, oder? Was sagt denn der Arzt dazu? Wie kann man sich denn schützen oder wie kann man sich vielleicht noch ein bisschen achtsamer in dieser Hitze bewegen, wenn man muss? Was rät man denn Dachdeckern zum Beispiel, die jetzt auf dem Dach arbeiten müssen oder im Straßenbau? Ich glaube, die Dachdecker sind es gewohnt, die laufen mit, teilweise sogar mit nacktem Oberkörper, wo sie es gar nicht dürften, weil sie natürlich zu stark der Sonne ausgesetzt sind drum. Aber da denke ich keiner, aber ältere Menschen halt, kleinere Kinder sind vielleicht ein bisschen zu schützen jetzt hier, älteren Menschen. Ich sehe es an meiner Mutter, die macht sich schön die Rollos zu tagsüber, damit das Haus kühl bleibt und geht halt nur am frühen Morgen raus, bisschen wandern und dann in den späteren Nachmittagsstunden wieder, wie die Südländer, die halt mittags eine Siesta machen. Ich meine, wir sollten uns da ein bisschen vielleicht mit diesen einfachen Verhaltensregeln kommt man ganz gut durch und vielleicht leichte Kost, genügend trinken, Wasser, Tees, wenn jemand Alkohol mag, dann vielleicht eher erst am Abend trinken als tagsüber schon und nicht in die prallste Sonne gehen. Es gibt ja ein paar so ganz Verrückte, die dann mittags um 12 noch Tennis spielen und da gibt es auch schon mal den einen oder anderen, den es dann umhaut irgendwie, gell? Aber die sind natürlich vielleicht dann selber schuld, wenn sie so exzessive Sachen machen. Aber normalerweise, das war immer schon etwas, was man im Sommer zu bedenken hatte und ich ja, vor allen Dingen, jeder hat ja einen gesunden Menschenverstand und man weiß es ja auch aus dem Elternhaus. Das ist was man von früher Kindheit eigentlich auch mitbekommen kann, wie man sich in der Hitze verhalten hat. Und ich nehme da so eine Infantilisierung wahr, schon wieder vom Gesundheitsministerium. Ich warte eigentlich nur drauf, dass uns Frau von der Leyen ein Video präsentiert, wie man sich eincremt. Das passiert ja. Mit Sonnencreme, da war auch irgendwas. Aber da ich wenig Fernsehen gucke, das war nur gestern aufgeschnappt durch meine Eltern, weil ich da gerade bin, habe ich das mitbekommen und gedacht, das darf jetzt wirklich nicht wahr sein. Aber es kam auch ein positiver Aspekt mit zum Tragen. Es war eine Bürgermeisterin, die erzählt hat, dass sie da schon länger vorgesorgt hat, weil wir haben ja schon viel länger diese heißen Sommer. Und sie hat in ihrer ganzen Stadt Wasserspiele installieren lassen. Also die Architektur der Stadt ist schon mal so ausgerichtet. Sie hat diese Brunnen, die man ja in Spanien und in Italien viel sieht, diese Wasserbrunnen, wo man sich immer seine Wasserflaschen auffüllen kann. Und was ich persönlich auch finde, vielleicht sollten wir mal drüber nachdenken, nicht alles so zuzupflastern. Noch ein Parkplatz, noch ein Supermarkt und vielleicht auch diese Gärten, was wir ja in der letzten Sendung schon hatten, die Städte zu begrünen. Und wenn ich alleine Leipzig sehe mit den Höfe am Brühl, wo sie diese Stadt im Prinzip den Außenring, den Ring richtig zugebaut haben, sodass der Wind nicht mehr durch die Straßen fegen kann. Also vielleicht sollte man da mal langfristig auch über Architektur nachdenken, wie man die Städte im Prinzip aufheizt. So. Ja, jemand noch was dazu zu sagen? Sonst würde ich vielleicht ein anderes Thema. Medias res. Ja, gut, also Hitze, aber da kann vielleicht auch jeder, vielleicht auch in den Kommentaren seine Tipps geben. Ne? Ich kann mich entsinnen, also diese Hitze, ich bin ja wieder beim Thema, weil mich das so aufgeregt hat, dass das angeblich jetzt so schlimm wäre. Ich kann mich entsinnen, 2012, 2013 waren wir mit dem MDR auf Sommertour und haben bei 45 Grad draußen moderiert. Die Kollegen standen alle in Wasserbecken, in solchen Babyplanschbecken. Die Kameraleute, ich als Moderatorin auch zum Teil, habe die Interviews im Becken gemacht, knalle Hitze auf dem Marktplatz. Also das ist kein Phänomen der letzten 5 Jahre und mein Vater hat mir gestern erzählt, irgendwie, als er in 50er Jahren Steppke war, dann gab es hitzefrei ab 25 Grad, wenn früh um 9 die Temperaturen gemessen wurden, 25 Grad draußen, 27 im Raum, dann gab es einen Groschen und dann durften die Kinder ins Freibad oder haben ein Eis gekriegt oder sowas. Ne? Ich meine, das sind ja auch Maßnahmen, die man mal einführen könnte,
Ich kenne das auch noch aus meiner Schulzeit, genau. Abgesehen davon ist es jetzt die ideale Zeit, mal die Naturgewässer zu erforschen, die es überall gibt. Mhm. Mal in Flüssen und Seen und Baggerweihern baden zu gehen, das würde ich empfehlen. Muss nicht immer nur ein Freibad sein mit geklortem Wasser. Stimmt. Jetzt kann man mal eintauchen in die schönen Naturgewässer, die uns überall umgeben, überall zu finden sind. Das ist etwas, was ich gern mache. Ja. Irgendwie mal, wenn man auf dem Weg ist, schaue ich mal schnell im Handy, wo ist da schnell was, ein kleiner Weiher und dann mal schnell reinhüpfen. Das ist ganz gut zum Abkühlen, finde ich. Ja. Kommen wir mal zum Thema. Wir haben ja heute gleich drei Menschen hier sitzen, die kürzlich auf dem Impfsymposium, du warst Moderatorin, Marcel und Ronny, ihr habt dort interessante Vorträge gehalten und darauf gerne nochmal zu sprechen zu kommen. Dieser Kongress war ja im Vorfeld schon mal gefährdet, Stichwort Cancel Culture. Ja? Der Hans Tolzin, der Veranstalter, musste das einklagen, dass der Vertrag mit der Halle sozusagen Bestand hat und dann wurde das Symposium abgehalten. Wie war es denn so grundsätzlich? Wie viele Leute waren da? Wie war die Stimmung? War es ein Erfolg? Also ich glaube, zeitgleich war noch in München auch ein Impfkongress und davor in Weimar und hinter. Also es sind mehrere solche Veranstaltungen gerade. Und das Schöne, was ich ja finde, es mischen sich dort die Menschen. Es mischen sich Ärzte mit Naturheilkundlern und aber auch Betroffenen, also auch Impfgeschädigten, die sich dort einfach erkundigen. Also es ist so ein Verstehen und ein Miteinander geworden. Ne? Also es ist diese Spaltung, die wir erlebt haben. Jetzt kommen normale Ärzte, die vielleicht auch selber geimpft haben, zu solchen Veranstaltungen und informieren sich auch und tragen das mit nach außen. Das finde ich schon gut. Wie habt ihr es dann als Redner? Du warst in Weimar mit, oder? Warte mal, jetzt muss ich überlegen. Ich war in Stuttgart mit. Ach doch, in Stuttgart. Der erste Referent gleich. Also ich fand das eine sehr gelungene, großartige Veranstaltung. Ich glaube, die da waren, haben da viel Informationen bekommen und zwar auch ein sehr breites Spektrum. Also wir Referenten haben uns ja ein bisschen näher auch kennengelernt. Ich fand es spannend, wie also dieses Thema aus unterschiedlichsten Perspektiven beleuchtet wurde. Ja, ich komme so eher von der Zahlenebene und habe mit Medizin gar nichts am Hut und andere. So, und das war ein breites Spektrum und ich fand es toll. Da kamen ganz neue Impulse für mich. Und ich glaube, die Gespräche, die ich so in der Pause hatte mit einigen aus dem Publikum, das war wirklich Fachpublikum und das war auch. Also kam super Feedback. Ich glaube, es war eine gelungene Veranstaltung. Es hätten vielleicht ein paar mehr Zuschauer sein können. Aber gut, das kann man immer bemängeln. Ja. Aber vielleicht hat das auch abgeschreckt, wo es hieß, Gegendemo. Und ja, und kann ja auch sein, ne, dass Menschen dann da nicht direkt hinkommen, sondern sich das dann im Internet angucken. Wie hast du es empfunden? Ich fand es eine ganz gelungene, tolle Veranstaltung. Und ich bewundere Hans Tolzin, der schon länger aktiv kritisch sich zum Thema Impfungen äußert, auch schon vor diesen sogenannten Corona-Impfungen. Und ich finde, dass er auf dem richtigen Weg ist, weil wir haben schlichtweg zum Beispiel keine Studien, die für eine Impfpflicht sprechen, zum Beispiel für Masern, dass irgendwie von einem ungeimpften Menschen eine Gefahr für die Allgemeinheit ausgeht. Deswegen ist es schon etwas, was wir einfach nicht als Bürger hinnehmen können, dass jemand eine Impfpflicht übergestülpt wird, dass man Kinder unbedingt gegen Masern impfen muss. Also ich finde, das sollte in der freien Entscheidung eines jeden Menschen bleiben. Und was halt jetzt in diesem Kongress besonders thematisiert wurde, war natürlich auch dieser Wahnsinn der sogenannten Covid-Impfungen, die jetzt wirklich das Ganze nochmal auf die Spitze treiben, dass jetzt ein komplett anderes Prinzip angewandt wurde. Und ich freue mich, dass wir da ein bisschen das beleuchten konnten. Und was ja jetzt ganz aktuell ist, dass nachgewiesen werden konnte durch einen ganz tollen, weltweit anerkannten Molekularbiologen Kevin McKernan, dass dieser Impfstoff, dieser mRNA-Impfstoff mit bis zu 30% DNA belastet ist, also praktisch die mit dabei ist, und die sich sofort in das Erbgut des Menschen einbauen kann, die dort für lange, lange Zeit die Spike-Protein-Bildung bewirkt. Und jetzt wissen wir, warum Leute so und so viele Jahre oder Monate nach Impfung immer noch Spike-Protein im Gewebe haben, im Blut nachgewiesen haben. Und das ist ein Riesenskandal und der müsste zur sofortigen Beendigung dieser Zulassung dieser sogenannten Impfstoffe führen, wenn die Leute es konsequent beachten würden. Und der müsste auch mal nachdenken lassen, welche Rolle die WHO spielt, die ja vielen angepriesen wird als eine humanitäre Gesellschaft, als ein philanthrope Vereinigung sozusagen, ob das wirklich stimmt, was da auf dem Label draufsteht. Ja. Wie gefährlich sind dann diese Spike-Proteine?
Also es gibt ja immer noch die Bundeswehr, glaube ich, dort die. Die Bundeswehr hat immer noch eine Impfpflicht, ja. Also die hat eine Duldungspflicht der Impfung. Ansonsten, Gott sei Dank, gibt es keine allgemeine Impfpflicht, aber es sind viele Leute natürlich aus verschiedenen Gründen geimpft worden. Man hat ihnen ja ziemlich viel Druck gebracht, Repressalien, wenn man sich nicht impfen ließ. Das war ja ein ganz harter Kampf. Ich habe viele Patienten, die es jetzt auch bereuen, dass sie sich impfen haben lassen. Und das Spike-Protein, das weiß man, das kommt aus Jahre, vielleicht auch jahrzehntelanger Gain-of-Function-Forschung in Laboren. Was muss ich mir vorstellen, dass mit den Steuergeldern der Menschen Wissenschaftler bezahlt werden, dass sie irgendetwas zusammenbasteln, was besonders gefährlich ist, besonders viele Schädigungen am Menschen auslösen kann. Und das Spike-Protein, das man ja diesem SARS-CoV-2-Virus drauf gebastelt hat, diesem Coronavirus, ist ein besonders gefährliches Agens. Viele Biologen, wie zum Beispiel Professor Ulrike Kämmerer, die unserem Verein angehört, bezeichnet das zu Recht als Biowaffe, weil es einfach ein multiples Schädigungspotenzial hat. Es macht Thrombosen, Embolien. Es führt dazu, dass überall dort, wo das Spike-Protein gebildet wird, die Zellen angegriffen werden, dass da ein Haufen T-Lymphozyten hinwandern und die Zellen zerstören. Es hat ein sehr, sehr langes Schädigungspotenzial. Es greift in unser Erbgut ein. Also es ist ungeheuerlich, was da kreiert wurde. Und das noch den Menschen als eine Rettung zu verkaufen, auch von Seiten WHO, ist ein Wahnsinn, ist ein Verbrechen, muss man mal ganz ehrlich sagen. Mhm. Nina, ich habe es ja schon gesagt, du machst diesen Podcast immer jeden Donnerstag 19 Uhr mit einem Arzt und einem Naturheilkundler. Und das Thema ist, Menschen, die im Stich gelassen wurden, eine Plattform zu geben. Und ich habe gehört, da rufen an so einem Donnerstagabend über 600 Menschen an, die ihre Geschichten dann erzählen. Was erlebst du? Also was erzählt man dir? Genau, also wir sind Donnerstag immer um 20 Uhr da. Wir machen eine Sommerpause leider gerade. Wir haben ein bisschen konzeptionell was zu erledigen noch, was die Sendung betrifft. Also wir haben nicht wirklich 600 einzelne Menschen, die anrufen, aber wir haben zum Beispiel in der ersten Sendung, ich glaube, es waren sogar 1200 Euro Menschen, die, Euro sage ich schon, Menschen, oh Gott, guck mal, da kann man schon sehen, WHO geblendet schon, bin ich, die zugehört haben. Das können wir sehen, das kann man an der Statistik sehen. Anrufen tun bisher noch nicht so viele. Wir hatten eine Sendung, haben 8 oder 9 Leute angerufen. Und ich glaube, das liegt einfach daran, dass es natürlich, wenn man so stark beschädigt und geschädigt ist von dieser sogenannten Impfung, dass das natürlich auch Mut bedeutet, anzurufen mit seinem Leid, mit seinem Schmerzen und auch irgendwie zu erzählen, was man hat. Aber wir haben, ja, ich habe mit vielen sprechen können live in der Sendung. Und das sind ganz unterschiedliche Menschen, ganz unterschiedliche Schicksale. Einige einfach sehr, also die haben einfach auch körperliche Schmerzen sehr stark, die leiden sehr. Viele sind wütend, sind sehr aufgeregt. Wir hatten einen Herrn, der ist sehr an den Sarkasmus verfallen. Also ich habe da wirklich von bis alles erlebt und das nimmt einen natürlich sehr mit, auch in so einer professionellen Rolle als Moderatorin. Und gleichzeitig bekommen ich und auch natürlich unser Team von der Corona-Impfstandhilfe, wir kriegen ganz viel Lob und viel Dank wird uns ausgesprochen, dass wir das machen, weil die Leute halt einfach auch natürlich zu Recht sagen, wir werden nicht gesehen und gehört, weder von der Politik, von den Medien, irgendwie so halbgar mit dieser, gibt ja ein paar Berichte mittlerweile, das ist aber alles noch nicht ausreichend und dann gibt es halt so kleine Vereine, sage ich mal, wie uns, die ja gesagt haben, wir möchten gerne im Stich gelassen als Podcast-Format rausgeben. Mir wäre es lieb, wenn wir ein Format daraus machen können wie hier. Es ist sehr schwer, Menschen zu finden, die vor eine Kamera treten. Das hat ganz viel mit Angst, Schuld, Scham und auch Verdrängung und Verleugnung zu tun. Und ich glaube, dass wir als Pilotprojekt mit diesem Podcast einfach noch ganz viel Aufklärungsarbeit leisten müssen und dürfen, weil wir stehen erst am Anfang und ich glaube, bis die Menschen wirklich sagen, auch in größeren Gruppen und ganz viele, okay, das ist passiert und ich möchte dem ein Gesicht geben, das wird ein bisschen dauern. Es gibt jetzt auch Nachfolgeprojekte, wo auch einige Menschen sich dann schon mal zu Wort melden mit einem Foto oder einem Video, aber es ist ein Thema, was ganz viel mit Angst, Schuld und Scham behaftet ist. Und wir haben ja noch das andere Projekt, wir verstehen uns als Brückenbauerprojekt ausgegrenzt. Das läuft jeden Mittwoch um 20 Uhr. Auch jetzt in der Sommerpause, wie gesagt. Und da sprechen wir mit Menschen, die in den letzten 3,5 Jahren auch unter Cancel Culture zu leiden hatten, die diffamiert wurden aufgrund der Corona-Politik und Maßnahmen, beruflich, privat. Und allein das führt schon, wenn diese beiden Parteien, sage ich mal, voneinander wissen, führt dazu, dass man Brücken baut und in diese gegen die Spaltung und einfach für das Verständnis. Und deswegen haben wir das gemacht. Und ich kann es kaum erwarten. Ende August geht's weiter. Und ich freue mich richtig. Und wenn man das so sagen kann, also ne, man erfreut sich nicht am Leid oder anderer Menschen, aber Leute zu erleben, die so offen sind und ihr Leid teilen, das ist ein großes Geschenk und ich glaube, es ist ein wichtiger Schritt zur Aufarbeitung, der uns ja von der Politik und von den Medien einfach immer noch versagt wird.
Es ist ja auch toll für Menschen, die dort zuhören, einfach vielleicht auch Hilfe zu bekommen oder zu erkennen, ich bin nicht alleine. Weil viele, die vielleicht jetzt Impfschäden haben oder auch Corona-lang folgen, die zweifeln ja an sich. Ne? Die gehen zum Arzt, der Arzt nimmt sie nicht ernst. Und dann hören sie aber andere, denen es genauso geht, vielleicht mit den ähnlichen Symptomen und fühlen sich endlich mal verstanden. Und dann gebt ihr auch noch Hilfestellung, also was man machen könnte, sowohl aus der schulmedizinischen Sicht als auch aus der Naturheilkunde. Inwieweit nehmt ihr da die Menschen an die Hand? Genau, also das Konzept ist ja, dass ich als Moderatorin da bin und ich bin natürlich artfremd. Also ich habe ja nicht die Hintergrundinformation und das kompetente Fachwissen, was du zum Beispiel jetzt hast, Ronny, als Arzt. Und deswegen sitze ich da mit zwei Ärzten, in der Regel ein Heilpraktiker, der Heilpraktikerin und ein Schulmediziner. Und das ist ja das, was dann auch sozusagen diese geballte Kompetenz ausmacht, dass einfach von, sagen wir mal, zwei verschiedenen Lagern auch Informationen aus der alltäglichen Praxis, also was habe ich für einen Patienten gehabt, wie konnte man dem helfen. Und ja, manchmal geht es einfach darum, wie du das gerade sagtest, die Leute rufen an und hören zu, selbst wenn sie sich nicht trauen. Das sind ja stille Zuhörer bei uns, die dann sagen, Mensch, da hat sich jemand getraut und von seinem Leid erzählt. Und deswegen kann ich alle Menschen nur ermutigen, einfach mal auf unsere Website zu gehen, sagt es schon, www.imstichgelassen.eu, um einfach in Kontakt zu treten mit Gleichgesinnten und Menschen, die das halt auch erlebt haben. Man kann Selbsthilfegruppen dort finden und gründen. Man kann Kontakt aufnehmen zu Behandlern, die sagen, ich habe Erfahrungen mit Impfgeschädigten und ich kann eventuell einen Impuls setzen, dass es dir vielleicht besser geht. Weil, genau, das Thema kam ja schon auf, die meisten Ärzte, also der allgemeine Schulmediziner, das ist das, was ich als Feedback bekomme von den Geschädigten, die gehen da hin und das wird entweder abgetan, geleugnet oder weiß ich auch nicht. Also viele Ärzte sind halt auch einfach überfordert. Ich glaube, viele sind sogar gut gewillt, aber wissen nicht, was sollen sie damit anfangen mit so einem Impfschaden. Wir stehen auch da ja noch, was den medizinischen Aspekt geht, sehr am Anfang. Und die Ärzte, die jetzt mittlerweile schon Erfolge vorweisen können in der Behandlung mit Impfgeschädigten, das sind dann halt die bei uns in der Sendung sitzen unter anderem, ne? Oder vielleicht auch Menschen wie du, die da vielleicht Kontakt haben. Und also das Ausmaß, was wir gerade in Deutschland erleben, wird mir momentan auch durch den Podcast erst richtig bewusst. Und das macht einen also auch fassungslos und sprachlos nach 3,5 Jahren. Und es geht jetzt erst los. Also wir dürfen das nicht vergessen. Wo stehen wir in 5 Jahren? Es ist ja auch ein interessanter Podcast für Ärzte und auch dieses Impfsymposium, weil man da auch mal rausgearbeitet hat, es gibt jetzt völlig neue Krankheitssymptome oder auch neue Krankheitsbilder, ne? Durch die Impfung, aber auch durch die Corona-Zeit, ne? Vielleicht kann zum Beispiel, also was die Krankheitssymptome anbetrifft, ist ein richtiges Füllhorn. Das kann alles sein. Anne Burkhardt, unser Pathologe von unserem Verein MWGFD, Medizin und Wissenschaft für Gesundheit, Freiheit, Demokratie, der ja leider kürzlich verstorben ist, der hat ja nachweisen können, dass die Schädigungen so gut wie allen Geweben vorkommen und Dramatisches da ausgerichtet wird. Also Gewebstod, insbesondere natürlich im Herzen, wo es dann zum Herzinfarkt, zum Reißen von Gefäßen kommt, zu Verblutungen, schwere Hirnschädigungen. Da gibt es ja eine Publikation von unserem jungen Pathologen Michael Mörz. Also das Thema, was du gerade angesprochen hast, haben wir auch in MWGFD gesehen, dass die meisten Leute, die Probleme nach der Impfung haben, eigentlich niemanden finden, der sie ernst nimmt. Und wir haben aus dem Grund über MWGFD eine Therapeutenvermittlungsstelle eingerichtet. Wir haben also Ärzte, Heilpraktiker, andere Therapeuten aus anderen Bereichen gesucht und bewusst ausgewählt oder sie um Unterstützung gebeten. Wir haben da jetzt über 800 Leute, die sich gemeldet haben, deutschlandweit. Und wir haben eine Hotline, man findet die auf unserer Webseite unter mwgfd.org. Die ist täglich besetzt mit freiwillig dienstleistenden Menschen. Und die vermitteln die Hilfesuchenden an diese einzelnen Ärzte und Heilpraktiker, die sich gemeldet haben. Leider wollte sich der Großteil nicht auf unsere Liste schreiben. Wir haben ja auch eine Unterstützerliste Therapeuten auf der Webseite MWGFD. Aber viele der Therapeuten, die dort gelistet waren, mussten feststellen, dass sie dann Repressalien ausgesetzt waren. Und insofern wollten die jetzt die meisten hier inkognito bleiben. Aber unsere Vermittler haben natürlich die Daten und können dann gezielt Hilfesuchende dorthin überweisen. Und die meisten sind schon mal froh, dass sie ernst genommen werden, weil man stellt fest, dass die gehen zu ihrem Hausarzt, der die Impfung durchgeführt hat. Und der tut es natürlich ab und sagt, nee, das kommt nicht von der Impfung, kann gar nicht sein. Und wie das jetzt insgesamt eingeschätzt wird, sieht man vielleicht auf dem Beispiel, das war mir bis gestern gar nicht bekannt. Wir hatten gestern so ein Vereinsfestchen, also in eine unserer Mitarbeiterin so als Gartenfest ausgerichtet und hat mir jemand erzählt, in NRW, in Düsseldorf gibt es jetzt so eine Abteilung, die sich darum kümmern wird, um die Patienten nach Impfung
Erkrankungen, Post-Vax-Syndrom, und das ist der Psychiatrie zugeordnet. Der Psychiatrie, das heißt, die werden erstmal psychiatrisch behandelt, die kriegen dann ein Antidepressivum, einen Stimmungsaufheller, damit sie mit ihren Schäden wieder leben können. Also so verrückt ist das irgendwie. Ja, man wird als verrückt. Man muss natürlich anders behandeln, klar. Wahnsinn. Also mir fiel auf, wenn ich darf. Ich habe gestaunt, wie viel Wissen da ist. Also da waren ja Wissenschaftler in Stuttgart, ne, was die gesagt haben. Und also ich weiß mittlerweile, was da alles schief läuft und was die Impfung für Nebenwirkung hat. Aber mein Nachbar weiß es nicht. Oder gestern, wenn du Fernsehen guckst, da wird das wahrscheinlich kein großes Thema gewesen sein. Nee, es wird runtergespielt, also ich, vor allen Dingen. Genau. Und das staune ich immer noch, wie das möglich ist. Also dass es im Großen nicht ankommt und welche Rolle da immer noch die Medien spielen. Weißt du, was, Tobias, was komisch ist, dass viele Leute, selbst wenn sie Impfschäden haben oder ein Teil der Leute, sich diesen Impfschaden noch schönreden und sagen, ja, ich bin ja trotzdem froh, dass ich geimpft bin. Wer weiß, was passiert wäre, wenn ich mich nicht impfen hätte lassen. Jetzt habe ich zwar eine Halbseitenlähmung, aber wahrscheinlich wäre ich, wenn ich Covid bekommen hätte, ganz gelähmt oder keine Ahnung. Also die wollen immer noch das Narrativ aufrechterhalten und suchen natürlich immer noch nach Bestätigungen, dass doch die Regierung, alle, die uns das empfohlen haben, doch sicherlich gut gemeint haben. Und dann gibt es Gott sei Dank den anderen Teil, die sagen können, ja, ich glaube, wir haben einen Fehler gemacht. Und ich glaube, für die ist schneller mal eine Hilfe zu finden, als die, die immer noch auf dem beharren, nee, kann nicht von der Impfung kommen. Ja, aber wie argumentiert man mit denen? Ich kenne das aus meinem Bekanntenkreis auch. Ne? Wenn man dieses Thema anbringt, dann heißt es immer, wie viele Millionen Menschen wir gerettet haben durch diese Impfung. Was sagt man denn denen? Ich bin dann immer echt sprachlos, weil ich dann sage, das hat jetzt keinen Sinn, an der Stelle weiterzureden. Bei denjenigen würde ich vor allen Dingen erstmal nochmal, Stichwort viel vorhin schon, Gain-of-Function-Forschung in Erinnerung holen, dass es höchstwahrscheinlich so ist, dass diese ganze Pandemie und dieses Virus wohl aus dem Labor kam. Auch wenn man in deutschen Medien da noch sehr verhalten drüber berichtet und das versucht immer noch so in die Hypothesen-Ecke zu schieben, ist es insbesondere aus den USA kommende Studien sind da ziemlich eindeutig mittlerweile. Man zweifelt da eigentlich nicht mehr dran, dass das aus diesem Labor in Wuhan kommt. Auch wenn der beschuldigte Patient Zero, Dr. Ben Hu, der an diesem Gain of Function, also der genau an der Erforschung dieser sozusagen infektiöser machenden Coronaviren geforscht hat, ja, der streitet das natürlich ab und sagt, er wurde im März 20 ohne Antikörper getestet. Von daher weiß ich nicht, wie die Studien jetzt dazu kommen, aber alles andere deutet wohl tatsächlich darauf hin, dass das eben aus diesem Labor kommt, zumal die Zoonose-These bis heute nicht belegt ist. Und wäre die Zoonose-Theorie richtig, dann wäre es höchstwahrscheinlich so, dass man das nach 3,5 Jahren dann auch belegen könnte. Man hat bis jetzt nichts gefunden. Im Gegenteil, alle Indizien führen in das Labor. Und von daher die Frage, ja, wenn jemand sagt, ja, aber wie viele Millionen Menschen die Impfung gerettet hat, da kann man erstmal darauf verweisen, dass dieser ganze Schlamassel und die Millionen Tote, die es tatsächlich gab, überhaupt erstmal auf der Forschung derer beruhen, die uns dann später die Impfstoffe verkauft haben. Und dazu sei noch angemerkt, die mRNA-Impfstoffe, das ist keine Erfindung während der Corona-Zeit. Die gibt schon seit vielen, vielen Jahren, diese Technologie, und hat halt nie eine Zulassung in der EU bekommen. Warum? Weil es gefährlich ist, weil es unberechenbar ist, weil keiner wusste, was damit passiert. Und durch dieses Eilverfahren in der Zulassung war es ja überhaupt erst möglich, diese Technologie dann eben doch auf den europäischen und andere Märkte zu bringen. Und hier liegt ganz klar der Skandal. Und wenn man schon weiß, dass das Zeug vorher quasi nicht zugelassen war, wegen gefährlich, dann hat man schnell Zulassungen gemacht. Also wer dann sich zurücklehnt und sagt, ich vertraue der Sache voll und ganz, der hat sich dann eben schlecht informiert. Und genau das ist das, was wir feststellen. 95% sind schlecht informiert. Weil die Tagesschau und Spiegel und Co. sagen einem sowas nicht. Die werden eben von der Bill und Melinda Gates Stiftung mitfinanziert. Ja, bleiben natürlich trotzdem ganz, ganz unabhängig, aber ich frage mich, wie das gehen soll. Ja. Da kann ich mal eine Geschichte erzählen. Ich stand beim Bäcker in der Schlange und meine Maske war verrutscht und der vor mir sagt, setz die Maske auf, wissen Sie, wie viele Leute schon gestorben sind? Das war in 2020. Ne? Und ich sage, weil ich gerade im Thema war, ja, nicht mehr als sonst. Und da ist der fast verrückt geworden und die ganze Schlange hat mich angeguckt, was ist das nur für ein Idiot. Aber ich hatte recht, es sind nicht mehr. Und jetzt weiß ich sogar, man kann sagen, so wenig sind noch nie gestorben wie in 2020. Aber der Eindruck in der Öffentlichkeit ist ein vollkommen anderer. Aber du hast und ja am Anfang auch da will ich noch sagen, warum? Ich habe dann die ganze Zeit überlegt, wie ein Detektiv, wo kommt das her? Wieso denkt mein Nachbar, dass es anders ist? Und dann ist mir klar geworden, es gibt eine Behörde, die dafür zuständig ist, diese Zahl
also sozusagen die Höhe der Übersterblichkeit auszurechnen und allen Medienvertretern in Pressemitteilungen und so weiter zur Verfügung zu stellen. Und das ist das Statistische Bundesamt. Und die machen einfach einen Rechenfehler. Und der ist so naiv, der Fehler, dass ich nicht glauben kann, dass sie den aus Versehen machen. Ja, die zählen einfach nur die Toten und vergessen zu erwähnen, dass wir halt immer mehr wären und wir halt immer älter wären. Und wenn man das berücksichtigt, muss man einfach sagen, wie viel sind denn pro 1000 Einwohner gestorben? Ja, und diese Zahl, die ist in Stein gemeißelt. Und das weiß auch jeder, der sich mit dem Thema beschäftigt, aber die verwechseln das. Und wenn ich euch mal frage, wie viel sind denn pro 1000 Einwohner, was schätzt ihr, wie viel sind pro 1000 Einwohner gestorben, sagen wir mal in 2020? Gebt mal eine Schätzung ab. 10? Ich sag 12. Oder sagen wir mal vor 20 Jahren, im Jahr so 2000. Wo kommen wir her ungefähr, von welchem Niveau? Da waren es mehr, 15. Ja, und sogar noch mehr. Also ja, 15 kommt so ungefähr hin. Und dann ging es immer weiter runter. Ne? Wir wurden immer älter, Medizin und was auch immer. Immer weniger sind pro 1000 Einwohner gestorben. Und 2012 hatten wir ein Minimum bei, was schätzt ihr? 5? Nee, so weit sind wir noch nicht runter. Also bei 12. Und das war in 2019 und 2020. Da waren wir bei 12 je 1000. Und danach ging es wieder bergauf. Also wir hatten ein historisches Tief. Während im Jahr der Pandemie. Aber das sagen dann alle, ja, deswegen die Lockdown-Maßnahmen, keine Verkehrstoten. Das kann man ja dann als zweites Thema diskutieren. Aber erstmal, die öffentliche Meinung ist, Bergamo, ich habe doch so viele Särge gesehen, es muss ganz schlimm gewesen sein. Es war nicht so. Es war ein Rechenfehler oder wie auch immer, eine falsche Information vom Statistischen Bundesamt. Und was ich sagen will, die Rolle der Medien, das Thema muss ich doch jetzt mal, also Mathe ist Mathe, das kann man ja nachrechnen, das müssen doch die Medien aufgreifen und die wollen es nicht. Seit 3 Jahren klopfe ich an alle Türen, die wollen das Thema nicht aufgreifen. Und eine Informationsfreiheitsanfrage, dachte ich, darüber schaffe ich es ja irgendwie, das mal in die Öffentlichkeit zu bringen oder zumindest mal rauszufinden, warum wendet ihr die Methode ein und wer hat das zu verantworten? Und dann kommen da ganz ausweichende Antworten, so wie diese internen können wir hier, diese Auszeichnung können wir jetzt nicht rausgeben und so. Also ich fühle mich da völlig machtlos gegenüber dieser Behörde, die ja eigentlich Rechenschaft schuldig ist und sich Qualitätsstandards verpflichtet hat und so weiter. Also so fängt es an. So fängt es an. Machtlos hast du dich bestimmt auch in den letzten Jahren immer wieder gefühlt. Du hattest ja, oder du kommst aus einer Branche, wo du auch mit namhaften Menschen zusammenarbeitest und so weiter. Und viele aus unserer Bubble, sage ich mal, fragen die letzten Jahre, wo sind die Stars, wo sind die großen Namen, die endlich mal Tacheles reden und sich mal was trauen. Deswegen die Frage, du kennst einige dieser Menschen, woran liegt? Sind die einfach nur schlecht informiert oder trauen die sich tatsächlich nicht? Haben die zu viel zu verlieren oder was ist da deine Einschätzung? Ja, das werde ich natürlich oft gefragt und es ist tatsächlich sehr vielschichtig, die Gründe, und sehr unterschiedlich. Also es gibt Leute, die sind einfach schlecht informiert, die sind ignorant. Es gibt Menschen, die haben einfach sozusagen diesem Narrativ geglaubt, die hatten wirklich Angst und dann war natürlich irgendwie relativ naheliegend, dass man dem Ganzen folgt. Und dann gibt es natürlich die sogenannten Opportunisten, die einfach gerne sozusagen der öffentlichen Meinung folgen, um irgendwie weiter im Thema zu bleiben, weiter im Game zu bleiben, wie ich immer sage, und in der Mainstream-Presse weiter in Erscheinung zu treten. Weil das ist ein sehr, sehr, sehr enger, kleiner Meinungskorridor, der da herrscht in dieser sogenannten Popularmusikindustrie im Mainstream. Und da gibt es gewisse Themen, die sind in, die hat auch sozusagen jemand, der damit schwimmen möchte, zu unterstützen. Das ist jetzt heutzutage sicherlich Klima und LGBTQ. Damals war es die Flüchtlingsthematik. Da waren in der Regel alle, die im Popularbereich erfolgreich waren, auf jeden Fall auf der Pro-Seite, inklusive mir. So. Und es gibt einfach Themen, da ist man dafür. Und wenn man da dagegen ist, dann das kannst du einfach nicht bringen, weil dann bist du raus, das wird gefährlich. Und das wissen die. Und wenn sie es nicht bewusst wissen, ist es intuitiv. Und dann hast du natürlich sozusagen diese 4, 5 Lager an Menschen, die einen, die weggucken, die anderen, die ganz gezielt mitmachen und zur Impfung aufgerufen haben. Und das sind dann natürlich für mich gefühlt irgendwie so die ganz Schlimmsten. Was war bei dir anders? Hattest du nichts zu verlieren oder warst du einfach besser informiert? Warum? Naja, ich sag mal, im Gegenzug zu Udo Lindenberg oder Sarah Connor oder Jan Delay, wie sie alle hießen, die sich da so ganz toll mitpositioniert haben, wir erinnern an die Kampagne, bin ich natürlich nicht, ich spiele nicht in der Liga. Ich habe weder so viel Plattenverkauf, noch habe ich so viel Geld und das gibt vielleicht ein bisschen mehr Freiheit, dass man sagen kann, okay, ich habe weniger zu verlieren. Auf der anderen Seite könnte man sagen, die haben ja auch schon so viele Millionen verdient, die könnten doch eigentlich,
man kann es im Endeffekt des Tages, man muss jeden einzelnen Menschen und Künstler wirklich betrachten. Und ich weiß von einigen, dass sie wirklich Angst hatten, dass sie vielleicht auch dieses ganze Spiel nicht geschaut haben, nicht besonders intelligent waren, sich nicht recherchiert haben. Die gab es auch. Und dann gab es ja mittlerweile unsere große Heldin, das wäre so ein bisschen die einzige, die Nena, die den Mund aufgemacht hat. Da sind wir ja, glaube ich, alle sehr dankbar für. Ich fand die schrecklich vorher, mega nervig mit ihrer Pseudospiritualität. Und dann kam irgendwie diese Haltung und ich dachte, wow. Dann ist man ja geneigt, auch nochmal genauer hinzugucken oder zumindest in dem Punkt hinzugucken. Und bei mir ist nichts anders. Ich bin ein anderer Typ. Und ich glaube, ich hätte das Gleiche getan, was ich getan hätte, wenn ich so erfolgreich und berühmt gewesen wäre. Ich habe mich allerdings nie, was hast du zu Eingang deiner Frage gesagt, machtlos gefühlt. Ich habe mich zu keiner Sekunde machtlos gefühlt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das Wissen um das, was hier passiert und dieses kritische Bewusstsein in der Haltung, das ist ein unfassbares Gefühl von Macht. So empfinde ich das. Und ich empfinde auch unsere Bewegung, das, was wir hier machen, diese Aufzeichnung als machtvoll und groß. Ich glaube, dass das, dass es gebraucht wird und dass immer mehr Menschen auch uns folgen werden. Und ich empfinde das nicht als machtlos. Okay, du hast getan, was du tatest, weil du eben dich nicht machtlos gefühlt hast, wie alle anderen. So rum, okay. Genau. Vielleicht ist es das, vielleicht kann man es so rum sagen. Ja. Du hast dir deiner Macht bewusst. Ja, aber es gibt ja auch Künstler, die sind jenseits von Gut und Böse, die haben ein Alter erreicht, die haben einen Kontostand erreicht, die könnten doch tatsächlich den Mund aufmachen, zumal wenn es welche sind, die immer den Mund aufgemacht haben. Du standest mit Udo Lindenberg auf der Bühne, hast mit ihm Duette gesungen und von ihm hätte ich zumindest mal irgendwie ein Statement in eine normale Richtung oder so erwartet. Da war ich echt enttäuscht. Also ja, also wir haben viele schöne Gigs auch gemacht, damals Rock gegen Rechts. Und ich habe es mit Leidenschaft gemacht und ich hatte auch immer das Gefühl, dass die das mit Leidenschaft gemacht haben und vielleicht haben sie das auch. Ich glaube, dass diese Corona-Thematik, als das losging mit dem Lockdown und der Pandemie, der Plandemie, dass viele das war irgendwas anderes. Das war für uns alle anders und neu. Und das konnten am Anfang ganz viele, wenige von uns einschätzen. Und es ging ja relativ schnell los in den Medien, dass klar wurde, wenn du dich auch nur ansatzweise kritisch äußerst und mal fragst, was ist denn da los, das ist irgendwie komisch. Es kam sofort, man merkte, die Leute drehten sich um und gingen weg. Und ich glaube, diese Angst nach alleine sein, ausgeschlossen sein von seinem Wirkungsfeld auch, von seiner Community, das war so groß, das hat jeder intuitiv geschnallt und hat gesagt, da mache ich nicht mit. Weil es ist ja tatsächlich so, wir haben es ja mit einigen Beispielen gesehen, wenn du im ZDF gesagt hast, finde ich jetzt irgendwie ein bisschen komisch, die haben so eine Macht, du bist tot, du brauchst nicht mal 2 Wochen und die Leute sind tot. Dann ist auf einmal irgendein Mann, ist ein Vergewaltiger und so. Also sie haben ja wirklich alle Macht und Mittel in der Hand, die Medien. Und das traut sich in der Regel kaum jemand, weil die Leute wollen weiter in Erscheinung treten. Da geht es gar nicht so sehr um das Geld. Es geht darum, nicht mehr auftreten zu dürfen. Ne, jemand wie Selvia mit seinen, muss man auch sagen, also grenzwertigen Geschichten, die er da teilweise verfolgt hat, dass ich konnte gar nicht mehr mitgehen, weil ich gar nicht weiß, wovon der redet der Mann teilweise. Dem war das bewusst. Der hat das gemacht und hat sich gesagt, okay, damit bin ich dann noch raus. Aber das macht halt nicht jeder, weil viele stehen dort als Künstler, weil sie eine narzisstische Persönlichkeitsstörung haben. Weil sie auch die Auftritte brauchen, ne? Ja. Auch diese Impfung dann. Ne? Ja. Also viele haben sich auch impfen lassen, weil sie auftreten natürlich, wollten. Natürlich, weil sie auftreten wollen. Die leben auf der Bühne. Ja. Und sie leben vor allen Dingen von unserer Aufmerksamkeit. Das heißt, wir sind sozusagen eigentlich die Menschen, die den Macht geben. Vermittelt und übermittelt durch die Medien. Und das ist ein Konstrukt, da das kriegen die meisten nicht hin, sich da zu positionieren. Ich glaube, dass viele heimlich beim Wein, aber irgendwie schon komisch, oder? Glaube ich schon. Ja. Aber ich glaube, es sind ja auch viele in der Kulturbranche total platt gemacht worden. Ja. Nicht nur die Künstler, auch alles, was so dranhängt. Ja. Ne? Ob das Caterer sind, ob das Techniker sind, ob das Produktionsfirmen sind, da hast du wahrscheinlich auch mehr Einblick als wir jetzt. Ja, natürlich, das hat ganz viele betroffen. Also Ton, Technik, Licht, Catering, die ganzen Damen, die Menschen wie mich immer geschminkt haben. Also der gesamte Apparat dahinter war natürlich betroffen. Und ich glaube, wir haben gespürt, dass wir alle voneinander abhängig sind. Und es wurde so eine Solidarität erwartet. Du musst dich doch jetzt für die Impfung und für den Lockdown aussprechen, weil das rettet unsere Branche. Und da habe ich gesagt, nee, ich glaube A, nicht, dass das stimmt. Ich glaube nicht, dass hier was gerettet werden soll und muss. Und ich glaube auch nicht, dass der Weg der richtige ist. Ich konnte da nicht mitgehen und das war natürlich auch für mich traurig und schade, weil ich gemerkt habe, oh, das sind eigentlich Kollegen, die ich mag und ich kann da nicht mitgehen, ich kann die gar nicht unterstützen, weil ich das nicht will und weil ich das nicht für richtig halte. Und ich kann halt mit, sag ich mal, einem Zug von Liebe vielleicht ein bisschen besser umgehen als andere Menschen, weil im Endeffekt des Tages, wenn wir es runterbrechen und uns einfach den Mensch als Seele angucken, es ist ein Liebesentzug gewesen. Gesellschaftlich wurde uns mit Liebesentzug gedroht. Und das ist für die Leute das Schlimmste. Aber auch Angst, ne? Also ja, ich glaube, es ist ganz viel Angst in unserer Gesellschaft. Ja. Aber die hattest du offensichtlich nicht, weil ich meine, zweimal
ist bei dir die Wohnung durchsucht worden. Ja. Vielleicht kannst du da mal erzählen, was hat man denn bei dir oder dir vorgeworfen? Ich meine, gut, du hast vielleicht eine große Klappe gehabt, auch im Internet, aber ansonsten... Ja, also das erste Mal, da war ich im Italienurlaub und dann haben sie meine Wohnung durchsucht nach einem angeblich gefälschten Impfausweis, den sie nicht gefunden haben. Sie haben den alten gefunden. Meine Mutter hat mich ja gegen alles durchgeimpft. Masern, Röteln, Mumps, leider, schade. Aber meine Heilpraktikerin verdient viel Geld an mir mit diesen ganzen Ausleitungen. Das ist da wiederum der Vorteil für sie. Genau, den haben sie also nicht gefunden, diesen Ausweis, nachdem sie da gesucht haben. Und ich war Gott sei Dank nicht in der Wohnung. Und dann sind sie tatsächlich noch mal gekommen, ein paar Monate später. Und der Vorwurf lautete Volksverhetzung, weil ich ein Meme von Karl Lauterbach gepostet hat auf Instagram, was jeder geteilt hatte schon irgendwie in unserer Bubble, wo er irgendwie so leicht den rechten Arm hebt, weil er die Leute beschwichtigen möchte. Das war sarkastisch, das hat jeder von uns eigentlich geschnallt. Und daneben habe ich ein Bild gepostet mit dem Satz, Impfen macht frei. Und beide diese Bilder und Äußerungen sind ja im Netz überall geteilt worden. Und das ist genau das, was ich versucht habe eben zu sagen. Ich kann mir mit diesem ganzen Wahnsinn teilweise nur noch über Sarkastik weiterhelfen. Und das war ein ganz klar sarkastischer Meme-Angriff, wie einige Leute Influencer ihn da draußen ja auch professionalisiert haben. Und mir wurde das dann halt mit der zweiten Hausdurchsuchung quittiert sozusagen. Warum die mich jetzt explizit so auf dem Schirm hatten, weiß ich gar nicht. Klar, es gibt nicht so viele Frauen, die so laut waren. Ich weiß es trotzdem nicht, warum ich das jetzt sein musste. Und dann haben sie das Verfahren eingestellt. Ich hatte einen tollen Anwalt. Herzlichen Dank auch an Markus Heinz nochmal und alle anderen, wie er heißt, Ivan Kündemann und Co. Und das ist eingestellt worden. Und das heißt, also das deutsche juristische System hat mir ja recht gegeben. Man wird angeklagt und es wird dann wieder zurückgezogen. Aber erstmal wird eine Riesenwelle gemacht. Und das ist einfach, das geht gar nicht. Aber du hast, glaube ich, auch die Polizisten bei dir in der Wohnung stramm stehen lassen, ne? Ich habe die stramm stehen lassen. Ja, total. Also ich hatte ja einen Unfall gehabt und ich war noch im Rollstuhl in der Zeit. Und das war denen auch unangenehm. Das hast du auch gemerkt. Da war eine Frau dabei, die waren alle mit Maske. Also es ist der Oberwahnsinn gewesen. Und haben da so wie so Opfer so rumgestanden. Ich habe gedacht, wo ist denn eure Präsenz von dem Staat? Die war gar nicht da. Und ich habe gesagt, sie sollten sich schämen, dass sie morgens um 6.30 Uhr hier in meine Wohnung einfallen, bei einer Person wie mir, die wirklich nichts verbrochen hat, und dass sie mir mein Handy wegnehmen und ich sitze im Rollstuhl. Das ist gar nicht erlaubt. Also das weiß ich, das darf man gar nicht. Man darf einer Person, die sich nicht bewegen kann, nicht das Handy wegnehmen. Und diese Herren sind bis heute nicht angeklagt und angezeigt worden. Das muss man einfach mal auch strukturell sagen, was da abging. Und ich war ja noch eine Person, die sich medial äußern konnte, die sich wehren konnte. Und ich habe gesagt, Leute, ich stehe hier für ganz viele, für Lise Müller und Detlef Meyer, denen das auch passiert ist. Bei denen waren die ja auch zu Hause. Dann kamen natürlich die ganzen Leute und gesagt, du, mir ist das auch passiert, danke, dass du den Mund aufmachst. Und ich finde es halt ganz wichtig, dass wir den Mund aufmachen. So, auf der einen Seite müssen, wir sitzen ja hier, weil wir das, was wir erlebt haben, auf eine Art und Weise verarbeiten wollen und müssen. Weil wer tut es sonst? Und gleichzeitig müssen wir irgendwas Neues kreieren. Und ich finde es ganz wichtig, dass wir, die eine Stimme haben, für die aufstehen, die immer noch jetzt mit Depressionen zu Hause liegen. Das sind Menschen, die mir schreiben und sagen, ich komme nicht klar. Das ist für mich so schlimm, was passiert ist. Und für die sind wir hier. Ich zumindest. Ronald, bei dir war das ähnlich. Ich habe auch gehört, bei dir zweimal Praxis und Haus durchsucht. Also am selben Tag. Ich habe ja so 1096 Maskenatteste. Ich habe die Zahl nicht mitgeschrieben, aber die Polizei hat sich die Mühe gemacht, die zu zählen. Die waren übrigens in meiner Praxis in drei Ordnern wunderbar aufgelistet, weil wir uns wirklich nichts Schlechtes dabei dachten. Und wir haben uns sehr früh zum Thema Maskenpflicht mit dem auseinandergesetzt und haben da natürlich auch Studien gelesen. Und es war vollkommen klar, schon zu dem Zeitpunkt, als die Maskenpflicht ausgerufen wurde, so April 2020 und dann für Kinder ab den Pfingstferien, dass es überhaupt nichts bringen würde. Weil es gab genügend Studien, die gezeigt haben, dass diese Maske, egal ob es jetzt eine FFP2-Maske oder eine OP-Maske oder das, was Anfang erlaubt war, das Häkeltäschchen Häkelmaskchen von der Oma sozusagen, dass das natürlich nichts bringt. Alles, auch die FFP2-Maske nicht. Zum Schutz, also als Schutz vor Atemwegsviren oder vor Weiterverbreitung von Atemwegsviren. Und dass aber gleichzeitig eine riesen Gesundheitsgefährdung dadurch besteht, dass die Leute ihr Kohlendioxid, das sie in diesem Maskenvolumen sich ansammelt, wieder zurückatmen. Und je nachdem, wie groß die Atemvolumina sind, bei Kindern sind natürlich die relativ klein, die Atemzüge, das Maskenvolumen groß, kann sich das natürlich massiv auswirken. Und wir haben genügend Fälle, die nicht nur Kopfschmerzen, Schwindel und Konzentrationsstörungen, Müdigkeit hatten, sondern wirklich auch kollabiert sind. Das war auch zu erwarten, schon zu Beginn. Und deswegen habe ich für unseren Verein so einen Aufruf an die Kolleginnen und Kollegen gedreht, wo ich die bitte zu überprüfen, ob nicht Patienten, die Probleme haben mit der Maske, ob man die nicht durch einen Attest befreien kann.
kann. Daraufhin haben sich Gott sei Dank einige Kollegen gemeldet, aber das war natürlich dann auch ein Signal für die Patienten um Passau, aber auch weiter weg, dass sie denken, wenn der das macht, dann wird er sicherlich auch Maskenatteste ausstellen. Und dann kamen die halt angepilgert, kann man sagen. Also bei uns ohne das, ich habe eine Frauenarztpraxis, aber da war schon alles einbestellt und trotzdem standen da früh 20 Leute da, die wollten Maskenatteste haben. Da kamen viele und insbesondere auch für Kinder. Und wir haben halt dann von Juni bis November 2020 hatte ich diese 1096 zusammengebracht. Also skurrilste Fälle. Einmal wurde mir zum Beispiel ein Mann geschickt. Das war ein dünner, älterer Mann, der ein Sauerstoffgerät bei sich getragen hatte. Und in meiner Praxis gibt es keinen Aufzug. Und er hat sich mit seinem Sauerstoffgerät, was ihm über eine Nasensonde Sauerstoff zuführte, hinaufgequält unter mit Unterstützung einer Hilfsperson. Und dann hat er gesagt, können Sie mir bitte so einen Attest, ich schnaufe ja schon gar nicht. Und sein Pulmonologe, sein Lungenfacharzt, hat gesagt, da gehst du mal zu dem Weikel, der ist zwar Frauenarzt, aber der schreibt großzügig Maskenatteste. Also der Pulmonologe hat sich nicht getraut, weil er dachte, da kommen die Repressalien. Und bei mir sind die Repressalien dann tatsächlich gekommen. Ich habe nicht damit gerechnet, weil ich gedacht habe, was mache ich Schlimmes? Ich helfe Menschen, die Probleme haben. Und ich habe nur nicht mal was dafür verlangt, weil ich war mir klar, ich möchte mit der Not der Menschen nicht mein Geld verdienen. Also der ein oder andere Private, der noch ein längeres Gespräch gebraucht hat, habe ich mir erlaubt, eine Privatziffer abzurechnen. Aber den allermeisten Menschen habe ich es kostenfrei gegeben. Und es hat unheimlich viel Zusatzarbeit gekostet, auch für meine Helferin. Und ich habe nicht gedacht, dass ich einen Hausbesuch kriege. Ich war da ehrlich blauäugig, vielleicht naiv. Und am 16. Dezember, ich war zu dem Zeitpunkt schon 2 Wochen zu Hause, weil ich mir eine Wirbelfraktur zu dem Zeitpunkt zugezogen hatte, war auch mit Krücken unterwegs und Korsett, also auch angeschlagen. Wir sind bei uns da im Hof, ich wohne außerhalb von Passau, sind 10 Polizisten plötzlich angefahren, 5 Polizeiautos. Meine Frau gedacht, was kommt, was ist denn da jetzt los irgendwie? Und gleichzeitig in der Praxis, wo meine Helferin gearbeitet hat, sind auch 10 Polizisten eingefallen. Die waren sogar noch ein bisschen unangenehmer. Da hat einer der leitende Polizist zu meiner Helferin gesagt, Sie müssen aussagen, Ihr Chef ist ein Krimineller. Also so mit dieser Vorverurteilung. Und die war total eingeschüchtert. Die war nachher so traumatisiert, dass sie sogar einen Psychologen gebraucht hat, Psychiater, der sie auch mal krank geschrieben hatte. Also ich habe es dank vieler Unterstützung, bei mir war meine Frau da, meine Tochter, wir haben das durchgestellt. Standen, aber diese Polizisten haben die Kinderzimmer durchsucht. Was habe ich denn hier Maskenatteste? Was soll ich denn hier Maskenatteste verstecken? Und alle Nachtkästchen und so weiter. Geschmissen, ne? Also und das war ja schon eine entwürdigende Situation. Ich meine, man hat gemerkt, einigen war es peinlich, dass sie da rein mussten, auch mit Maske wie bei dir. Aber es ist schon ein traumatisierendes Erlebnis. Und wenn ich am Abend dann nach dieser Sache dann ganz viele Aktivisten gekommen wären, die mich dann zu Hause getröstet haben, unter anderem Karl Hilz, also ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, der die Polizisten für Aufklärung gegründet hat, so ein stattlicher Mann, der leider mittlerweile verstorben ist, ja. Der war auch ganz cool. Er hat gesagt, das darf man alles gar nicht und so. Also es hat uns dann getröstet. Und ich habe zu dem Zeitpunkt ein Video gedreht. Ich wollte den Menschen zeigen, wie schlecht es einem da geht. Und wir haben es dann Gott sei Dank nicht veröffentlicht. Wir haben gedacht, wir können dem System nicht zeigen, dass wir davon irgendwie unterdrückt werden. Wir lassen uns nichts gefallen. Wir werden da weiter nach vorne schauen. Und dann kam halt die Anklageschrift und der Staatsanwalt hat dann gemeint, von diesen 1096 seien ungefähr 95 Fälle dabei, wo ich diese Patienten nicht gesehen haben hätte können. Jetzt muss man sich mal vorstellen, dieser Paragraph 278 Strafgesetzbuch, da steht drin, was unrichtige Gesundheitszeugnisse. Man wollte diese Maskenatteste als unrichtige Gesundheitszeugnisse werten. Und das wird immer noch so gemacht. Und es gibt einige Kollegen, die immer noch vor Gericht stehen in dieser Sache. Und was ist ein unrichtiges Gesundheitszeugnis? Also da steht es im Gesetzestext drin. Die alte Version hat es dann gemeinerweise auch noch den Text verändert, damit man noch mehr Ärzte packen kann damit. Aber der ursprüngliche Text, nach dem wir alle verurteilt werden sollen, heißt, wer als Arzt oder Medizinalperson ein unrichtiges Zeugnis über den Gesundheitszustand eines Menschen zur Verwendung bei Behörden oder Versicherungen wieder besseres Wissen ausstellt. Und du musst also die 3 Tatbestandsmerkmale erfüllen, unrichtiges Zeugnis, Verwendung bei Behörden oder Versicherungen, wieder besseres Wissen. Also gemeint ist ja da eigentlich zum Beispiel, wenn irgendeiner seinem Freund schreibt, dass der jetzt in Rente gehen muss, weil der nicht mehr arbeiten kann. In Wirklichkeit ist der Pumperl gesund und arbeitet dann nur in Schwarzarbeit. Oder jemand sagt, dass der Mensch eine Flugtauglichkeit hat, obwohl er mit beiden Augen nicht mehr sehen kann, so ungefähr. Das wäre ein falsches Gesundheitszeugnis. Aber wenn wir schreiben, aus schwerwiegenden medizinischen Gründen ist oben genannte Person davon befreit, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, dann meint man damit nicht, dass der Patient schwer krank ist, sondern dass eben die Gefahren da sind, dass dieses Kind zum Beispiel, wenn es jetzt mit der Maske in der Schule ist, einfach kollabieren kann. Und
dieses Kind hat schon vorher Beschwerden gemeldet, Kopfschmerzen und so weiter. Also wo ist da ein falsches Gesundheitszeugnis? Das ist aus meiner Sicht eigentlich, und das denken viele, auch viele Juristen, ist eigentlich eine Rechtsbeugung, dass man das hier so subsumiert drunter. Und die Gerichte, wenn wir dann sagen, Moment mal, wir als Ärzte haben uns doch damit beschäftigt und wir sind im Übrigen nach unserer Berufsordnung gar nicht rechenschaftspflichtig irgendjemanden, einem Nichtarzt. Wir sind die Anwälte unserer Patienten in Gesundheitssachen, wir können frei entscheiden, wem wir was machen. Und wir wussten ja, die Faktenlage war so und so, dann recherchieren die Gerichte aktuell gar nicht die Faktenlage. In keinem der Urteile werden die Faktenlagen recherchiert. Eigentlich wäre es die Pflicht eines Gerichtes zu ermitteln. Aber das Gericht, die meisten Gerichte übernehmen einfach ungefragt oder unreflektiert das Narrativ, das von den Ermittlungsbehörden vorgegeben wird, vom Staat vorgegeben wird und machen sich gar nicht die Mühe, mal selbst zu sagen, ja, wir lassen jetzt Gutachter kommen, wir gucken mal, wie wirklich die Studienlage war. Ich bin mittlerweile, mein Revisionsverfahren vom Bayerischen Obersten Landesgericht, ich habe 3 Verfahren jetzt gehabt, immer noch wollte der Staatsanwalt, obwohl am Schluss noch 24 Fälle übrig waren von Kindern, also in meinem zweiten Instanz, das Berufungsverfahren vom Landgericht Passau, da wollte der Staatsanwalt bei 24 Kindern, während deren Mütter wir alle gehört hatten, die waren zum Teil bei mir und ein Teil hatte mir telefonisch die Beschwerden der Kinder geschildert und es war Gefahr im Verzug und ich habe denen selbstverständlich einen Attest ausgestellt. Und diese 24 Fälle waren offen, weil sie gesagt haben, naja, die bei den Kindern, die hat er ja Behörden vorgelegt. Das muss man natürlich sagen, ist eine Schule eine Behörde? Nach vielerlei Ansicht ist eine Schule gar keine Behörde. Aber gut, die waren jetzt offen und der Richter sagt, ja klar, wir haben festgestellt, die Kinder hatten die Beschwerden und die Mütter haben es ihnen geschildert. Aber sie hätten die Kinder sehen müssen. So, wer sagt denn, dass man die sehen müssen? Die Beschwerden waren so eindeutig und es wäre nichts anderes rausgekommen. Also der Richter erdreistet sich, mir als Arzt zu sagen, was ich zu tun habe. Und der Staatsanwalt hat gefordert für diese 24 Kinder 2 Jahre Haft ohne Bewährung, 3 Berufsverbot. Also herausgekommen ist dann mein aktueller Stand, aber noch nicht rechtskräftig, weil wir weiter durch weitere Schritte einleiten, 1 Jahr auf Bewährung und 50.000 Euro Geldstrafe. Das ist eigentlich auch irgendwie ein Wahnsinn. Es sind viele andere. Ich bin jetzt einer von mehreren Kollegen. Ich habe zum Beispiel einen Kollegen in Nürnberg, mit dem habe ich neulich ein Interview geführt, Wolfgang Urmetzer. Für den geht jetzt wieder ein Prozess los. Dem hat man 19 Prozesstage aufgebrummt. Bei dem geht es auch um ganz viele Maskenatteste. Der hat die Leute praktisch auch am Telefon gehört, hat den Attest ausgestellt und gesagt, aber ihr kommt noch in der Praxis vorbei. Und manche kamen dann nach einer Woche, manche auch ein bisschen später. Der hat sich die alle noch angeschaut, hat aber gedacht, es ist Gefahr im Verzug. Und der Mann muss sage und schreibe 19 Mal vor Gericht, dass die alle gehört werden können. Das kostet ein Schweinegeld. So ein Gerichtstag mit 2 Anwälten, 2.000 Euro. Und wir haben dann neulich so ein Interview mit ihm gemacht und ich habe es auf unseren YouTube-Kanal gestellt, MWGFD, blauäugig, habe gedacht, naja, wir reden ja dann nur über unsere Themen. Das hat zur Löschung unseres YouTube-Kanals von MWGFD mit 87.000 Abonnenten geführt. Also sind wir auch nochmal gestraft worden. Auch da gehen wir rechtlich dagegen vor. Also es ist irre, was momentan gegen alle die dieses Narrativ anzweifeln, wie jetzt du und wie auch Marcel, also dass deine wirklich Fakten nicht beachtet werden, der Presse ist ja auch ein Skandal, letztendlich aber alle, gegen uns wird alles so vorgegangen. Ja. Es ist wirklich ein Trauerspiel, was abgeht hier. Ja. Aber wir finden ja unsere Kanäle und du hast ja auch noch weiter recherchiert. Also vielleicht noch mal ganz kurz die Geschichte für die, die dich vielleicht nicht so kennen, wie du überhaupt darauf gekommen bist. Dein Wissen, du kommst ja aus der Statistik, ne? Also bist ja in der Richtung Informatiker. Also so ein Erbsenzähler, wie du dich selber nennst. Aber du warst ja früher, also wo die Corona-Zeit losging, auch davon überzeugt, dass es alles richtig, was unser Staat macht, das wird schon hier alles seine Richtigkeit haben, bis es zu einer Wette kam mit deinem Freund. Ja? Vielleicht erzählst du die Geschichte noch kurz. Genau, mein Freund, der hat gesagt, gibt doch gar keine Pandemie, ist doch alles Quatsch, was du da erzählst, sterben doch gar nicht mehr Leute als sonst. Und ich dachte, das kann doch gar nicht sein, was erzählt der für ein Quatsch. Gucke ich mal rein in die Daten, das ist ja mein Beruf gewesen lange Zeit. Mhm. Und dann sehe ich, ja, da ist ein Fehler und da ist schon wieder ein Fehler. Und wenn ich den Fehler korrigiere, dann ändert sich das Bild und zwar komplett. Ja, aus, wie ich schon sagte, aus Übersterblichkeit und Untersterblichkeit und so. Das kann doch gar nicht sein. Und wenn ich damit nach draußen gehe und einen Vortrag hochlade auf YouTube, dann wird der Vortrag gelöscht. Und dann kommen Faktenchecker und sagen, du bist ein Querdenker und Fake News Verbreiter und so. Und andere Medien sagen, darüber berichten wir nicht. Also dieses ganze, also ich habe gesagt, das ist die Achterbahn, die ich die letzten 3 Jahre erlebt habe. Die hat mich wirklich komplett aus der Bahn geworfen. Und naja, und danach habe ich dann so viele Menschen kennengelernt, die Ähnliches erlebt haben. Und plötzlich lebt man in einer anderen Welt. Aber ich hatte noch keine Hausdurchsuchung, muss ich sagen. Ich
braucht auch keiner eigentlich. Nee. Aber ich merke auch, wie es, also ich mache ja nur Mathe, ich mache nur Zahlen, die kann man prüfen, da kann man nachrechnen. Aber da habe ich auch schon gehört, das sind AfD-Positionen, die du da, sorry, das Ergebnis ist so, ob die AfD das gleiche ausrechnet, ist mir egal, da kann ich auch nichts für. Ja, 2+2=4, ja, das sagt die AfD auch. Ja, genau. Oder bei den KBV-Daten, diese Kassenärztliche Bundesvereinigung, da hieß dann plötzlich, das sind rechte Zahlen, weil das hat die AfD im Bundestag, die AfD hätte das nicht machen dürfen, deshalb sind die Zahlen jetzt rechts. Oder dann wurden die Zahlen plötzlich links, dann hat bei Frag den Staat, worüber diese Zahlen angefordert wurden, plötzlich oben ein Antifa-Logo, da hat die Antifa irgendeine Aktion gemacht. Wenn Sie hier über Professor Homburg oder über Tom Lausen reinkommen, dann Querdenker sind hier nicht willkommen und so. Ich sage, das sind Zahlen, das sind nur Daten, die kann man auswerten oder auch nicht, aber die sind nicht rechts und nicht links, das ist alles so albern. Aber wie findet man die? Ich habe ja auch versucht, mal irgendwie an eine Zahl ranzukommen. Also wenn ich jetzt als Laie ins Internet gehe und sage, ich gucke mir jetzt mal Übersterblichkeit an oder überhaupt, wie viele Corona-Tote gab es 2020, 21, 22, es ist unglaublich schwer, wirklich da mal den Überblick zu bekommen, welche Zahlen stimmen denn jetzt, wie muss ich denn das jetzt angehen? Also wie mache ich das, wenn ich mich jetzt vergewissern möchte und selber recherchieren. Fällt mir auch schwer, als jemand, der das beruflich gemacht hat. Ich kann das wirklich nur stückchenweise aussortieren und ich sehe, wer das, also Professor Kraus zum Beispiel, wenn du dich für Sterblichkeit interessierst, geh nicht zum Statistischen Bundesamt, geh zu Professor Kraus, Hochschule Mannheim. Der hat das ganz sauber aufgearbeitet und ich sage mir, das sind, also eine Grafik sagt mehr als 1000 Worte, der veröffentlicht Grafiken, wo du sofort siehst, wo sind wir in der Sterblichkeit, wo waren wir in 2020 und wo sind wir ab Impfbeginn. Da gibt es nämlich Überraschungen. Übrigens habe ich ja diese Woche einen Film gesehen, den kann ich nur empfehlen. Nur ein kleiner Pieks, die Impfschäden, die es nicht geben sollte. Ja, heißt das so ähnlich? Ja, so ähnlich. Nur ein kleiner Pieks auf jeden Fall, ja. Giovanna Winterfeld und Janina Lionelli oder so. Also den kann ich wirklich empfehlen. Das ist schön aufgearbeitet. Den kann ich sogar Leuten zeigen, die das alles mitgemacht haben. Gut. Aber du hast ja weitergemacht. Also das eine sind ja die Zahlen aus der Corona-Zeit. Aber jetzt interessiert uns natürlich, wie ist denn das seit der Impfung? Also gibt es jetzt seit der Impfung eine Übersterblichkeit oder sterben jetzt mehr Menschen, seitdem es die Impfung gibt? Da habe ich auch Zahlen gesehen. Und das war, also das, was ich gesehen habe, und ich habe jetzt nur als Laie recherchiert, war ein deutlicher Anstieg. 2021 und 2022, das waren ja die Jahre, wo wir verstärkt geimpft haben. Habe ich das richtig erkannt? Die Gesamtsterblichkeit, also alle Toten in Deutschland, ist seit 21, seit Impfbeginn im Steigen. Ja, also ich hatte ja gesagt, 19 und 20 war Tiefpunkt, so tief waren wir noch nie und seitdem geht es wieder bergauf und es geht rasch bergauf, ein starker Anstieg. Allerdings, wir sind jetzt so auf Niveau von 2005 oder so. Ja? Ich sagte, wir kommen von ziemlich weit oben, jetzt sind wir auf Niveau von 2005. 2005 habe ich mir jetzt keine großen Sorgen ums Sterben so gemacht. Aber es ist ein Anstieg da, wir wissen nicht, woher der kommt. Das jetzt nur auf die Impfung zurückzuführen wäre naiv, das kann man nicht sagen. Aber man sollte es zumindest als Warnsignal ernst nehmen und sollte untersuchen. Und es gibt natürlich weitere Indizien. Ich kann nur die Arbeit von Professor Reitzner, Professor Kuhbandner empfehlen, die da näher hingeguckt haben und gesehen haben, dann, wenn die Impfwellen hochgehen, dann gingen auch die Sterbewellen hoch. Und das ist ein ganz starkes Warnsignal, was man dringend untersuchen sollte. Und was er dafür an Kritik ernten mussten, ich sage nur Unstatistiker des Monats und so, das war so, also kann man sich als Zahlenmensch nicht, kann man nicht ertragen, das zu sehen. Es gibt zwei schöne Multipolarartikel, die das mal aufarbeiten. Also Wahnsinn. Also da geht offensichtlich mit den Leuten irgendwas durch und dann fällt die Mathematik und die Logik hinten runter. Ich kann es mir nicht anders erklären. Gut, dass das vielleicht nicht nur die Impfung oder dass vielleicht nicht die Impfung schuld ist an der Übersterblichkeit, kann ich nachvollziehen, wenn ich denke, was in den letzten 3 Jahren für eine Angst- und Panikmache gemacht wurde. Und diese Angst und Panik, die wirkt ja aufs Immunsystem. Das weiß ja unser Arzt auf jeden Fall. Und ich glaube, dieser Druck, diese Angst, die verursacht ja ganz viele Krankheiten. Also das kann ich mir vorstellen, dass Menschen auch allein aus dem Grund schon irgendwie Krankheiten entwickelt haben oder was auch immer oder Phobien in der also schade, dass wir keinen Psychologen jetzt in der Runde haben, aber die würden das bestätigen, die Psychotherapien sind voll. Wir haben das Gefühl, unsere ganze Gesellschaft ist traumatisiert durch diese Zeit, diese Vereinsamung, dieses Wegsperren, dieses Bevormunden und dieser Druck. Und ich glaube schon, dass da viele Menschen einfach auch krank geworden sind, psychisch. Und wenn man psychisch krank wird, wird es irgendwann vielleicht auch ein Symptom im Körper, oder? Also rede ich
ich jetzt in Ronnys Richtung? Ich glaube, dass viele noch immer in der Angst leben. Das sieht man ja an denen, die teilweise jetzt noch im heißen Sommer mit Maske allein im Auto sitzen oder in den Läden einkaufen mit Maske, ältere Menschen. Also die Angst hat sich ganz tief in die Köpfe einzementiert. Und die wurde ja auch perfide vorbereitet, wenn man nur mal denkt an dieses Strategiepapier des Bundesinnenministeriums. Also das habe ich oft thematisiert. Sowas heimtückisches Gemeines, wo man sich Gedanken gemacht hat, wie kann ich denn dieses Corona-Pandemie durchexerzieren, und da muss ich erstmal Ängste kreieren. Und da haben sich also Nicht-Mediziner da Gedanken gemacht, im Auftrag des Bundesinnenministeriums, also auch wieder mit Steuergeldern. Das wurde ja am Anfang nicht für die Öffentlichkeit bestimmt, ist dann geleakt worden. Das war nur für den internen Gebrauch. Und da steht wirklich drin, und da, wenn man diese Texte liest, also wie macht man Erwachsenen Angst? Am besten, dass man sagt, dieses Virus wird dazu führen, dass du den langsamen Erstickungstod stirbst. Also es ist schon mal schön, über das Sterben nachzudenken, aber langsam ersticken zu müssen, ist sicherlich nicht die Traumvorstellung für einen Tod. Und dann kommt im zweiten Absatz, wie man den Kindern Angst machen kann. Da sagt man, ja, die Kinder werden kaum schwerer erkranken, das steht so in dem Papier schon so drin. Und deswegen sind die selber nicht stärker gefährdet. Aber wir können ihnen insofern Angst machen, indem wir ihnen sagen, wenn du dich nicht an die Hygienemaßnahmen hältst und dann quasi heimkommst und diese Infektion weitergibst, dann können wegen dir deine Großeltern und deine Eltern sterben. Also so gemein, so fies. Und so hat man es eigentlich durchexerziert. Und das ist so dramatisch. Das hat natürlich das Immunsystem auch geschädigt und nochmal schwächer gemacht. Aber es hat sich so eingepflanzt im Kopf, dass die meisten Menschen einfach durch diese dramatische Angst mit den Bildern, die die Medien auch gezeigt haben, Bergamo, die Särge und so weiter, die haben sich tief eingegraben. Und aus der Angst kommst du gar nicht mehr so schnell raus. Und Ängste können natürlich unser kognitives Denken lähmen. Deshalb sind die Menschen manipulierbar. Und so viele stecken da noch drin. Da braucht es nur demnächst die WHO wieder irgendein neues Virus zur Pandemie erklären. Und dann fangen die Leute wieder an. Sofort Lockdown, Maskenpflicht. Wir müssten die Menschen, glaube ich, aus dieser Angst mal rausholen. Wir müssten ihnen das mal zeigen. Und es ist wirklich schade, dass die Zahlen, die du recherchierst und ausarbeitest, dass die in unseren normalen Mainstream-Medien, in öffentlich-rechtlichen, einfach nicht gezeigt werden. Das ist auch so ein Skandal. Die Medien einfach mit dazu beigetragen haben, dass es Systemmedien sind, dass wir wissen, diese Strippenzieher, die hinter dieser Corona-Pandemie stehen, dass die überall ihre Finger drin haben, in den Behörden, im Statistischen Bundesamt wahrscheinlich, dass die eben bestimmte Zahlen anders, also das ist zu vermuten, ich kann es nicht beweisen, aber bis hin dort, dass die eben nicht die genauen Zahlen für jeden kapierbar raushauen, also vielleicht, oft sind die Statistzahlen, da kann man nichts dran machen, aber die Interpretationen oder auch die Presse, wie die damit umgeht, die sogenannten Faktenchecker, das ist irre. Also alles, was ein bisschen kritisch ist, wird sofort platt gemacht. Leute, die Wissenschaftler sind, du hast gerade genannt, Kuhbandner, der hat tolle Sachen geschrieben, tolle Artikel, sogar Publikationen, wird unter den Teppich gekehrt, der Mann wird beschimpft mit den typischen Framing-Begriffen wie Rechts, wie Verschwörungstheoretiker und so weiter, mit denen man halt die Leute dann quasi zu Aussätzigen erklärt. Und dann wird es in der Öffentlichkeit halt nicht mehr diskutiert. Eigentlich hätten allein die Ausarbeitung von Herrn Kuhbandner wäre schon ein Gamechanger. Müsst sofort sagen, ja, jetzt wissen wir es. Wahnsinn, dass er wirklich diese Korrelation der Zusammenhänge zwischen also Impfung in bestimmten Altersgruppen und dann Anstieg der Todesraten in diesen Altersgruppen ganz klar zeigen konnte. Die vielen Dinge, die die Biologen, die Immunologen zeigen konnten, dass die Impfstoffe, welche Schäden die machen, das, was Anne Burkhardt rausgefunden hat, sein Team, das, was jetzt mit Kevin McKernan, das müsste doch sofort einen Riesenruck durch die Gesellschaft machen, aber es tut sich nichts, weil es alles unter den Teppich gekehrt wird, die Presse schweigt drüber und die meisten Leute haben halt leider ja, ihre Fernsehen am Abend, sitzen dann ARD und ZDF und lassen sich dann berieseln und ihr Gehirn. Das wird waschen. Immer gleich wieder relativiert. Jetzt klagt ja wohl einer mit einem Impfschaden, also mit einem vermutlichen Impfschaden vor Gericht, wo das definitiv ist. Ne? Der hatte einen Augeninfarkt, es ist auf dem einen Auge blind, er klagt jetzt. Und da sagt halt der Gerichtsreporter von der ARD, ich habe es ja gestern gesehen, man sagt ja jetzt hier, dieser Augeninfarkt, den kriegen ja auch Menschen ohne, also die nicht geimpft wurden. Und von daher ist das wieder vom Tisch. Also man relativiert das im Fernsehen, dass andere Menschen gar nicht erst auf die Idee kommen, das einzuklagen oder sich zu melden. Und es wurde die ganze Zeit in der Berichterstattung auch gesagt, naja, es sind ja nur wenige Fälle. Man redet hier von 350, die sich gemeldet haben und die jetzt irgendwie eine Klage eingereicht haben.
Weil, aber weil die Menschen vielleicht glauben, sie haben keine Aussicht. Ne? Ich habe auch gehört, beim Impfkongress war das, diesen Trick, wenn einer tatsächlich Symptome hat von Erschöpfung und was man eben alles so hört, der soll sich lieber zum Arzt hinwenden und sagen, ich habe Long-Covid, dann kriegt er Unterstützung und Gelder, als wenn er sagt, ich habe einen Impfschaden. Genau. Dann wird ihm nicht geholfen oder dann hat er ewige Bürokratien, Wege zu erledigen, um sich helfen zu lassen. Und das müsstest du doch vielleicht bestätigen können. Ne? Ja, also das ist ja auch gerade das nächste Narrativ, was jetzt aufgebaut wird. Herr Karl Lauterbach hat ja jetzt zum weiß nicht wievielten Male nochmal gesagt, es wird jetzt so und so viele Millionen geben für die Long-Covid-Opfer und Patienten. Und also ich kann das nicht belegen, ich bin kein Statistiker, ich bin mir zu 105% sicher, dass diese sogenannten Long-Covid-Patienten, dass das Impfgeschädigte sind und dass das jetzt natürlich so verkauft werden muss draußen für die Außenwelt in den Medien. Weil ich glaube, wenn man das öffentlich machen würde in der Form, was du auch gerade sagtest, dass das zu einer Massenpanik führen würde. Und ich glaube, dass die Deutschen nicht die Art Panik haben, dass sie irgendwie in den Bundestag reingehen und die zertrümmern. Ich glaube, die Leute würden kollabieren. Und ich glaube, es ist ganz, ganz, ganz gefährlich. Und deswegen wird das natürlich jetzt über diese Art und Weise gelöst mit Long-Covid. Und den Leuten geht es ganz schlecht. Und jetzt müssen wir nochmal helfen und dann nochmal 100 Millionen reinstopfen. Und das ist das nächste ganz gefährliche Ding, was sie gerade zündeln da draußen. Und das ist, ja, ich habe da gerade ein Video zugemacht und das überall hochgeladen. Weil ich bin der Meinung, dass wir einfach nur eine Möglichkeit haben, wenn wir die Social-Media-Kanäle, die uns zur Verfügung stehen, Twitter, TikTok, was ja auch gerade bei jungen Leuten so beliebt ist, wenn wir das nutzen, auch Ärzteverbände, auch die Anwälte für Aufklärung, das passiert teilweise noch zu wenig. Wir brauchen Influencer aus unseren Reihen, die das noch weiter nach außen treiben. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Wir haben ja nur die Möglichkeit. Und durch das Setzen der Hashtags bei Twitter zum Beispiel, kann man in den Mainstream hinein wachsen mit dieser Meinung, mit der Haltung. Das ist ganz wichtig, das habe ich auch lange nicht so wirklich geschnallt, dass es nicht nur darum geht, sich dort zu profilieren auf Social Media, sondern es ist eine Waffe, weil es ist ein Informationskrieg. Und der läuft leider seit 3,5 Jahren nicht zu unseren Gunsten. Und wir müssen dem was entgegensetzen. Und gerade die großen Influencer, Michael Schulte und wie sie heißen, die machen alle da ihr Ding und ich liebe die und es ist ganz toll, was sie machen und Content und so. Aber es muss noch mehr, also im Endeffekt sage ich, es ist ja auch Opferhilfe, was wir machen, wenn wir das publizieren. Und ich glaube, das ist eine Möglichkeit, die wir nutzen sollen und können und auch müssen. Das Ding ist aber, dass die Öffentlich-Rechtlichen ja auch über die Social-Media-Kanäle... Natürlich, die sind es mächtig. Gibt mittlerweile 900 Kanäle, die von Öffentlich-Rechtlichen auch bezahlt werden, also von uns quasi, ne? Also wo gerade junge Leute eine eigene Kanäle haben. Das ist noch nicht mal richtig ausgewiesen, dass das öffentlich-rechtlich ist und dort auch Stimmung und Meinung machen, ne? Also, und das bezahlen wir auch noch, ne? Also, das ist mir übrigens auch nicht bewusst geworden, dass wir gar keinen Rundfunkstaatsvertrag mehr haben. Ich dachte mal, ich zahle Rundfunkgebühren. Nein, das heißt jetzt Medienstaatsvertrag. Und da sind die Internetmedien mit dabei. Das ist mir völlig entgangen in den letzten Jahren. Das hat man auch so irgendwie, uns übergeholfen, ne? Ohne das war. Marcel. Du hattest, da wollte ich noch mal ansetzen, was mich so verwundert hat. Du hast das Panikpapier angesprochen. Und das wurde ja verteilt, das haben viele von uns gelesen. Aber wir wissen ja auch, wie das Panikpapier entstanden ist. Ja, da gab es ja eine Taskforce, ich weiß gar nicht, 8 Leute oder so, die das geschrieben haben. Und die ganzen E-Mails sind veröffentlicht und die sind auch entschwärzt worden. Wir wissen, wer hat welche Idee mit reingebracht. Und dass das nicht weiter aufgearbeitet wurde, wer sind eigentlich diese Leute, wer bezahlt die, was haben die für Interessen, das hat mich gewundert. Also auch in unserer Bubble so blieb das ein bisschen stiefmütterlich, das Thema. Und das wurmt mich immer noch. Und das ist ja nicht das einzige Papier, was da entstanden ist. Und da sitzen ja dieselben Leute dran, die auch das Maßnahmenpapier dann geschrieben haben, teilweise. Also da wünschte ich mir noch mehr Aufklärung. Da gab es auch einen großen Einfluss aus Amerika. Also da gab es diese Hammer-and-Dance-Strategie und die ist ja maßgeblich dann auch in die Strategiepapiere der Bundesregierung mit eingeflossen. Also es ist nicht so, dass die sich das da alles irgendwie erdacht hatten. Also die Vorlage gab es sozusagen und die kam tatsächlich von außen. Und du hast es gerade angesprochen, es wurde sehr viel veröffentlicht, was Protokolle betrifft, was Dokumentation der damaligen Hinterzimmergespräche betrifft. Das ist ja nun größtenteils veröffentlicht. Wir haben jetzt die Protokolle des Expertenrates, auch wenn sie geschwärzt sind. Aber selbst aus dem, was veröffentlicht wurde, geht ja hervor, dass die es ganz oft besser wussten, als sie es dann entschieden haben. Wobei dieser Expertenrat
ja nur teilweise aus den Entscheidungsträgern bestand, was an sich ja auch schon mal skandalös ist. Also jemand wie der Gesundheitsminister, der Chef vom RKI, der Chef von der STIKO und der Bundeskanzler haben in einem Expertenrat nichts verloren. Man kann sich ja nicht die Leute um sich herum scharren, die einen dann bestätigen sollen in seinen eigenen politischen Entscheidungen. Also alleine das geht schon mal von der Grundlogik her überhaupt nicht. Was soll denn dabei rauskommen, wenn der Herr Lauterbach da mit drin sitzt? Dem redet ja jeder nach dem Mund, dem will ja gar keiner Kontra geben. Und genau das ist dann eben passiert. Und selbst jetzt, wo die Protokolle veröffentlicht sind, gibt es überhaupt keine Aufarbeitung in unseren GEZ-Medien. Genau. Ja. Nichts. Genau, man denkt immer, das ist jetzt der Game-Changer und das denke ich seit 2 Jahren und es gibt überhaupt keinen Game-Changer. Das ist die bittere Erkenntnis irgendwann. Egal wie groß die Aufklärung dann ist, es interessiert irgendwie keinen. Es geht immer weiter. Aber ich wollte Herrn Dr. Weigel noch was fragen. Und zwar, du bist ja in der Frauenheilkunde. Und ich hatte Zahlen gehört, dass diese Impfung auch sehr auf die Geburten sich ausgewirkt hat. Also dass unglaublich viele Fehlgeburten, glaube ich, kamen jetzt in den letzten 2 Jahren. Und auch die Fruchtbarkeit der Männer und der Frauen irgendwie nachgelassen hat. Stimmt das? Also gibt es da Es gibt einige Studien, die wirklich zeigen, dass sich das auswirkt. Zumal ja schon diese toxischen Nanolipide sich besonders gern, das hat man auch bei den Zulassungsstudien gesehen, die dann nicht ganz fertig gemacht wurden. Die haben ja keine echte Zulassung bekommen. Und die Nanolipide sind ja eigentlich für den Gebrauch im Menschen gar nicht zugelassen. Letztendlich die verwendet werden als für die Lipidhüllen. Und dass sich die besonders gut diese kationischen Lipide in Hoden und Eierstöcken ansammeln und natürlich auf die Fruchtbarkeit sich auswirken. Also in der eigenen Praxis stelle ich auch fest, ohne jetzt eine Statistik aufgewandt zu haben, dass wir mehr Frühaborte haben, also Schwangerschaftsabgänge in der Frühschwangerschaft schon. Und dass auch die Geburtenrate, das kann ich jetzt in meiner Praxis nicht feststellen, weil ich habe genügend Schwangere, die ich betreue, aber in den Statistiken sehen wir, dass die Geburtenraten deutlich zurückgehen seit der Impfung. Also da hat Professor Bergholz also was Schönes auch aufbereitet, wo er genau zeigt, die Korrelation zwischen Beginn der Impfung 9 Monate später dann, dass sich die Geburten schon, den Geburtenrückgang zeigt. Also das ist mittlerweile statistisch belegt. Und es gibt auch Studien, die zeigen, dass sich die Spermienparameter verschlechtern, dass die Motilität, also der Spermien, die Zahl der Spermien einfach zurückgeht nach Impfungen. Also das müsste man auch mal irgendwie in den Fokus stellen, den Leuten sagen, ja, ihr habt euch gewaltig auch die Fruchtbarkeit beeinflusst mit diesem Impfgeschehen. Und ich meine, kann zum Trost sagen, für die geimpft sind, ich betreue auch dreifach Geimpfte, wo offensichtlich nichts passiert ist, wo die Schwangerschaften normal verlaufen. Also muss nicht jeder jetzt total Angst haben, dass er nicht mehr schwanger werden kann. Aber die Statistiken zeigen, dass sich einige Menschen massiv geschädigt haben damit. Ja. Also das wurde ja auch bei dem Impfkongress rausgearbeitet, weil die Frage immer wieder im Raum steht, warum gibt es Menschen, die hat es schwer getroffen mit einem Impfschaden und warum gibt es welche, die haben scheinbar gar nichts. Und da kam raus, dass es gar kein unabhängiges Labor gibt, bis heute nicht, was die Impfchargen überhaupt mal kontrolliert. Also was ist denn eigentlich drin in dem Impfstoff? Und dann gab es auch einen Statistiker, glaube ich, in dem Vortrag, der dann mal analysiert hat, an bestimmten Tagen, bei bestimmten Chargen sind extrem viele Menschen wirklich auch gestorben, ne, in Altersheim und sowas, und an anderen Tagen eben nicht. Und dass das mit der Zusammensetzung des Impfstoffs an diesem Tag in der Produktion schon zusammenhängt und das kontrolliert überhaupt niemand. Da gibt es irgendwie einen riesengroßen, wie nennt sich das, so eine riesengroße Spanne, was man da eben an Stoff reingeben kann. Also offensichtlich auch noch war, dass die gefährlichen Chargen, man hat ja dann mal so recherchiert, how bad is your batch, und dann festgestellt, dass 5% der Chargen 95% der schweren Nebenwirkungen machen bis hin zu Todesfällen. Und dass offensichtlich die gefährlichen Chargen nicht jetzt in eine Region ausgeliefert wurden, sondern gestreut wurden, das nicht so auffällt. Also auch da muss man natürlich schon vermuten, dass da Absicht dahinter steckt, gell? Also es ist letztendlich ein... Absicht inwiefern, dass man da vielleicht Daten sammelt, dass man sagt, dass es nicht auffällt, wenn jetzt zum Beispiel... Wirken oder? Ja, wenn zum Beispiel jetzt so eine gefährliche Charge jetzt in ein Gebiet ausgeliefert würde, regional, und dann würden dort enorm viele Menschen sterben, dann würde es ja eher auffallen. Also wenn man diese Chargen verteilt in verschiedene Gebiete, dann fällt es statistisch nicht so auf. Aber wenn das jetzt so ist, dass man jetzt eine Charge, auch wenn sie verteilt ist, kann man ja trotzdem nachvollziehen, wie sie gewirkt hat, und jetzt feststellt, dass da bestimmte Chargen
zu einer gibt's ja, die erhöhten Motilität direkt mit Diagrammen, das kann man richtig sehen. Da ist ja die erste Frage, warum wird das nicht aufgearbeitet? Es wäre interessant, da mal ganz genau hinzugucken, was hat da nicht gestimmt? Steckt da eine Absicht oder vielleicht ein Fehler in der Kühlkette oder so? Das muss, aber das muss ja aufgeklärt werden. Das kam auch. Also es sind auch Menschen glimpflich davongekommen, weil die Ärzte, ob bewusst oder unbewusst, diese Impfung falsch verabreicht hat. Ich habe es ja nie mitgekriegt, aber irgendwie, wenn man diesen Impfstoff schüttelt, dann ist der auch wirkungslos. Also, dann platzen diese Lipide, die Nanolipide, also diese Lipidhüllen auf, und wenn diese mRNA oder die DNA, die auch da drin ist, einfach so in die Muskel gespritzt wird, dann kann die nicht in die Zellen reinkommen, wird sie abgebaut. Also das ist auch etwas, wenn man den vibriert hat oder mit Ultraschall ausgesetzt oder vielleicht auch zu früh aufgetaut hat, dann sind diese Nanolipide auch zerstört worden. Das kann auch erklären, warum manche nicht so den Riesenschaden genommen haben. Und dann war ja auch noch ein Faktor, das Aspirieren beim Spritze setzen. Ja, das Thema war, dass man gesagt hat, warum haben viele junge, muskulöse Menschen so schwere Herzschäden, so Myokarditis bekommen, dass es halt sehr schnell in die Gefäße kommt, wenn du nicht aspirierst. Das war das Thema, dass man sagt, du spritzt den Impfstoff rein. Das war eine Zeit lang die Empfehlung der WHO, dass du einfach nicht mehr erstmal, du injizierst in den Delta-Muskel und dann ziehst du aber nochmal den Kolben zurück und guckst, wenn dann Blut kommt, weißt du, du bist nicht nur im Muskel, du bist in einem Gefäß. Da musst du das nochmal rausziehen, nochmal neu wohin spritzen. Mhm. Und dieses Aspirieren zu schauen, spritzt sich jetzt dieses ganze Stoff wirklich in eine Vene oder in eine Arterie, das kann man durchs Aspirieren rausfinden. Und das war eine Zeit lang, genau, damit viele Hilfskräfte es impfen können, einfach zack, drauf und reinhauen. Und da hat wahrscheinlich auch dazu geführt, dass bei jungen Menschen, die halt gut durchblutete Muskulatur haben, dass das sehr schnell in die Gefäßbahn kam und umso schneller wahrscheinlich dein Herz angeflutet ist, wo sich dann große Mengen von Nanolipiden dann in die einzelnen Zellen bringen konnten und dann schweren Schaden ausführen. Aber hier hat man ja eigentlich eine total logische Ursache, nachvollziehbare Ursache dafür, dass eben bei weitem nicht bei allen, aber bei einigen dann eben diese Probleme auftraten, weil genau bei denen hat man eben dann eben genau die Vene getroffen. Wahrscheinlich, das war zu vermuten. Das kann man natürlich nicht im Nachhinein nicht beweisen. Es kann sein, dass die in vielen Fällen ist man wahrscheinlich nicht in der Vene. Aber allein, dass am Anfang die Behauptung lautete, offizielles Narrativ, das verbleibt in der Muskulatur und diese Nanolipide gehen dann dort in die Muskelzellen und dort wird dann das Spike-Protein gebildet, dann kommen die immunkompetenten Zellen, machen dann Immunglobuline, dann bist du geschützt ungefähr, dass man nicht gesagt hat, dass sich das im ganzen Körper verteilt, was natürlich anzunehmen war und bei allen Injektionen, EM-Injektionen immer so ist, dass über Lymphwege und über die Blutbahn verteilt wird, egal ob ich jetzt ein Gefäß erwische oder nicht, das kommt immer in die kleinen Gefäße auch rein. Dass man das nicht verbalisiert hat und nicht erklärt hat, das verstehe ich überhaupt nicht. Und dass sogar der österreichische Gesundheitsminister Mückstein, das ist ein Arzt, der hat das noch behauptet, es bleibt an der Muskulatur, passiert nichts ungefähr. Diese Ammenmärchen, die da verbreitet wurden, das ist doch auch ein Skandal. Es gibt so viele Skandale, die alle im Einzelnen nachverfolgt hätten werden können und sofort zum Stopp hätten führen können, aber wir haben so einen mächtigen Presseapparat gegen uns. Da sind wir offensichtlich aktuell noch Einer dieser vielen Skandale ist ja auch die Tatsache, dass durch die jetzt veröffentlichten Protokolle herauskam, dass der Herr Lauterbach im Januar, Februar 2022 innerhalb dieses Expertenrates seinen Expertenkollegen erklärt hat, was ein CT-Wert von über 30 bedeutet. Mhm. Das wurde Anfang 2022 in diesem Expertenrat besprochen. Als ob es offensichtlich vorher gar nicht bekannt war. Mhm. Weil über CT-Wert, also CT-Wert von 30, vielleicht wissen das ja die allermeisten bis heute noch nicht. Wenn man so einen PCR-Test macht, bekommt man einen CT-Wert, der eine Aussage darüber gibt, wie hoch die Virenlast ist. Und wenn dieser CT-Wert über 30 liegt, dann ist die Virenlast so gering, dass man eigentlich gar nicht mehr von einer Infektion sprechen kann. Und du bist aber trotzdem mit CT 40, 50 positiv getestet und laut Definition positiv getestet, 14 Tage Lockdown. Dann wundert man sich über Personalmangel in Krankenhäusern etc. pp. Und alle wundern sich, dass sie gesund zu Hause im Lockdown sitzen müssen. Und dann kommt die 2 Jahre nach Ausbruch der Pandemie auf die Idee, im Expertenrat wohlgemerkt, auf die alle gehört haben, mal darüber sich zu informieren, wie es ist. Ja? Und das, obwohl der Drosten als Erfinder des PCR-Tests innerhalb dieses Gremiums ja auch noch Mitglied war. Der hätte ja auch mal 2 Jahre auf die Idee kommen können, seinen Expertenkollegen das zu erklären. Aber das geht eben aus den Protokollen hervor. Und man denkt sich dann eben, ja, das ist Grundschulniveau, wie dort debattiert wurde. Was jetzt für ein Phänomen ist, seit einigen Monaten, dass an den Apotheken und wahrscheinlich auch bei den Heilpraktikern die Leute Schlange stehen, würde ich jetzt mal als Sinnbild sagen, und eine Pille haben wollen oder irgendwie Hilfe
bitten, um die Impfung auszuleiten. Was wahrscheinlich so nicht geht, oder? Was ist denn möglich? Den Menschen, die jetzt sagen nach der Impfung, okay, kann ich das wieder raus? Wie bei herkömmlichen Impfungen ist ja da wohl einiges möglich, aber bei der Impfung, wie das ist eine ganz schwere Frage, Katrin, weil die kann man wahrscheinlich gar nicht so beantworten. Das ist noch die Findungsphase da. Was hilft den Menschen wirklich? Also wir haben ein paar Dinge, wo man sagen kann, die kann man fast allen geben. Die sind auch anwendbar und sind für jeden einfach verfügbar. Zum Beispiel bestimmte Vitamine, wie das Vitamin D, dessen Substitution auch den Impfgeschädigten gut helfen kann, wenn man da einen guten Vitamin D-Spiegel erzeugt. Antioxidative Dinge, wie zum Beispiel Selen, Vitamin C, Zink. Dann gibt es natürlich auch viele Pflanzen, die antientzündliche Wirkungen haben, wie zum Beispiel Kurkuma, Weihrauch und solche Dinge. Manche haben in den Frühstadien auch Kortikoid, das ist ein Medikament aus der Schulmedizin, auch angewandt. Dann gibt es natürlich bis hin zu teuersten Verfahren, wo man so Blutwäschen betreibt und versucht, dieses Spike-Protein dann rauszuwaschen. Richtig ausleiten wird man es nicht können. Wir müssen schauen, die Entzündungen im Körper noch bestehen, irgendwie zu stoppen. Und da arbeiten jetzt viele dran und wir kriegen langsam auch Rückmeldungen von den Patienten, die zum Beispiel über unsere Therapeutenvermittlung an Kollegen weitergeleitet wurden. Manchen geht's gut, manche haben eine deutliche Besserung ihrer Beschwerden, aber es gibt auch sehr schwer Geschädigte, denen verschiedenste Dinge bis jetzt nicht geholfen haben. Wir haben noch nicht das Mittel gefunden, was man da einsetzen kann, was für alle hilft. Wir haben bei uns ein Forum eingerichtet, wo sich die Therapeuten austauschen können und ein bisschen ihre Erfahrungen mit bestimmten Therapien dann eben in den Raum stellen können und diskutieren können. Aber das Mittel, das Allheilmittel, gibt es leider nicht und wird es wahrscheinlich auch nicht geben, weil die Schädigungsfälle so unterschiedlich sind, wie man es sich gar nicht anders vorstellen kann. Schwerste psychische Probleme, Erschöpfungszustände, Autoimmunerkrankungen, Krebserkrankungen, schnell wachsende Tumorerkrankungen. Also so ein großes Spektrum an Schadensmöglichkeiten, dass wir für jeden Einzelnen wahrscheinlich wieder eine individuelle Therapie finden müssen. Aber ich glaube, dass wir auch auf die psychische Komponente natürlich einwirken müssen und vielleicht auch über geistige Methoden, also energetische Sachen. Also ich glaube, dass da auch es gut ist, wenn die Menschen selber dann auch mit bestimmter Änderung ihrer Lebensweise anfangen, Meditation, Gebet und solche Dinge. Auch das kann große Heilwirkung zeigen. Also am Anfang, wo die Impfkampagne losging, hat so ein Medium mal so CDs verschenkt, Erzengel Uriel. Und ich habe das mal bestellt für eine Freundin von mir, weil die musste sich impfen lassen, weil ihr Mann mit ihr in Urlaub fahren wollte und die kam da nicht drum rum. Und ich habe da die CD geschenkt, die hat die jeden Abend gehört. Ne? Das war so eine halbe Stunde Meditationsmusik und dann wurde ihr halt erzählt, und jetzt kommt ein Strahl und das wird ausgeleitet und von Erzengel Uriel. Also ich meine, sie hat es gemacht und ihr ging es damit besser. Was es wirklich bewirkt, man weiß es nicht, aber vielleicht ist auch aus der geistigen Welt, sind da Sachen möglich, energetisch, warum nicht? Der Glaube versetzt Berge. Das, was du glaubst, das manifestiert sich oder zumindest mit einer höheren Wahrscheinlichkeit. Ich habe mal noch eine Frage. Wenn da jetzt eine ganze Generation sozusagen mit den Impfungen inwieweit auch immer geschädigt ist, ist ja auch noch das Thema und die Frage, inwieweit betrifft das zukünftige Generationen? Zum Beispiel überträgt sich das? Ist es vererbbar zum Beispiel, diese Schädigungen und zum Beispiel? Wir haben jetzt schon einen höheren Prozentsatz an Aborten gehabt, aber wenn jetzt die Kinder gesund auf die Welt kommen, wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, ist jetzt vielleicht nicht ganz die richtige Frage, ich stelle sie trotzdem, dass die sozusagen auch diesen genetischen Defekt haben, dass sie sozusagen unkontrolliert Spike-Proteine produzieren, die dann den Körper schädigen und das dann auch wiederum weitergeben. Besteht diese Gefahr? Auf jeden Fall. Die Statistik kann ich dir dazu natürlich nicht sagen, wie hoch der prozentuelle Gefahr ist, aber dass es auf jeden Fall möglich ist und wahrscheinlich auch tagtäglich so passiert, das ist auf der Hand liegend, weil wir mittlerweile wissen, dass nicht nur die mRNA da drin ist, mRNA, aber auch da hätten wir schon Überlegungen gehabt, wie sich die mRNA in die DNA einbauen kann. Die mRNA ist ja eine einsträngige Nukleinsäure.
mit der Körper, die sich normal nicht in unsere DNA einbauen kann. Aber es gibt in bestimmten Zellen auch reverse Transkriptasen, die sind Enzyme, die aus dieser einsträngigen mRNA eine doppelsträngige DNA machen können. Und wenn es zur Zellteilung kommt und der Zellkern aufgeht, können sich also diese Nukleinsäuren auch in unserem Bereich, wo die Chromosomen eben aufbewahrt werden, im Zellkern eben einbringen, einfinden. Wir wissen, dass das mittlerweile auch in Zellkernen diese Plasmid-DNA, die ja als Verunreinigung mit drin ist, in den Impfstoffen, wie Kevin McKernan festgestellt hat, also auch in die Zellkerne mit reinkommt. Der Mensch ist wirklich dann genetisch moduliert, verändert worden, genetisch verändert. Und wenn das in Zellen stattfindet, die für unsere Reproduktion wichtig sind, also in Hoden oder in Eierstöcken, dann kann das natürlich auf die nächste Generation übertragen werden, dass diese Information, das Spike-Protein zu bilden, in den Zellen des Kindes auch angelegt ist. Und das ist schon dramatisch und wahrscheinlich werden wir es demnächst auch irgendwann auch mal nachweisen können. Ich vermute, dass das nicht mehr lang dauert, bis man das auch nachweisen kann, dass in der zweiten Generation sowas im Zellmaterial gefunden wird. Also ich bin überzeugt, dass das nicht mehr lang dauert. Jetzt ist es ja leider gar kein Problem nur dieser Generation. Auf diese mRNA-Technologie will man ja auch in Zukunft voll und ganz setzen, auch was nicht nur alle anderen Impfstoffe betrifft, sondern was auch alternative Krebstherapien und alle anderen Gendefekte, mit denen wir unperfekten Menschen permanent auf die Welt kommen, betrifft. Und das wird ja dann nicht besser. Das ist schockierend. Die WHO, die bereitet es jetzt vor, die möchte in vielen anderen Impfungen eben die mRNA-Technologie etablieren und zwar nicht nur für Menschen, sondern auch für Tiere, also auch in der ganzen Veterinärmedizin. Das ist unsäglich, was man damit lostritt. Und das ist überhaupt so ein Thema, die WHO, die tagt ja mittlerweile und da drohen uns auch Riesengefahren, weil die natürlich die internationalen Gesundheitsvorschriften, da werden Änderungen eingebaut, über die nächstes Jahr dann eben, die nächstes Jahr spruchreif werden. Und es gibt den sogenannten Pandemievertrag, der ja momentan verhandelt wird, hinter verschlossenen Türen und ohne das groß an die Öffentlichkeit zu bringen. Und da droht uns Riesiges, weil der WHO, die ja schon jetzt in der Pandemie letztendlich gezeigt hat, was sie damit in der Covid-Pandemie, was sie im Schilde führt. Und wenn man der die Macht überträgt, jetzt dann auf sämtliche Exekutiven der Staaten einzuwirken, zu sagen, wann wir eine Pandemie machen, und zwar bindend. Nicht nur, dass das eine Empfehlung ist, sondern dass die Staaten bindend sich dann halten müssen, die Staaten dann bestimmte Therapien machen müssen, bestimmte Impfungen, Impfstoffe einführen. Was darf therapiert werden? Nicht die Naturheilkunde, sondern nur die Schulmedizin. Also man nimmt den Staaten ihre Souveränität und man nimmt den Menschen die Grund- und Freiheitsrechte. Es wird über die Köpfe der Menschen bestimmt. Und das droht uns aktuell und das ist auch ein ganz wichtiges Thema, das wir wirklich bekannt machen müssen, dass die Menschen sich hier wehren und dass die ihre Politiker ansprechen, ihre Abgeordneten, dass die da einschreiten müssen, dass wir nie und nimmer diesen Pandemievertrag unterschreiben müssen, dass wir eigentlich fordern müssten aus so einem Konstrukt wie der WHO, die ja letztendlich nichts anderes ist als ein Orchester dieser Machteliten, dass wir aussteigen, dass wir austreten, dass wir das endlich beenden. Wir können Gesundheit ganz anders gestalten, die Themen der Gesundheit, auch der Weltgesundheit, aber die WHO ist, glaube ich, nicht der geeignete Verein. Da würde ich mir wünschen, dass mehr Menschen hier kritisch nachdenken. Es wurde ja jetzt auch Nordkorea in den Aufsichtsrat mit aufgenommen bei der WHO. Genau. Ja, also ich finde, ich gucke jetzt auf die Uhr. Ich denke, wir haben uns jetzt langsam hitzefrei verdient, oder? Was meinst du? Die Schlussrunde, meinst du? Aber du könntest vielleicht noch neugierig machen auf Ende August, denn da gibt es ein Nuoviso Festival und auch ein Ruderboot, wo vielleicht unsere Zuschauer mit dabei sein können. Ja, genau. Es ist allerdings schon ausverkauft. Deswegen lohnt sich das fast gar nicht, jetzt hier groß Werbung dafür zu machen. Aber ja, genau. Ende August wird es das große Nuoviso Sommerfestival hier in diesen Hallen geben und da freuen wir uns natürlich drauf, vor allen Dingen auf alle Zuschauer, die dabei sein werden. Und das wird natürlich öfter stattfinden, auch in Zukunft werden wir solche Programme hier veranstalten und da kann dann jeder, der es dieses Jahr leider nicht mehr schaffen kann, dann natürlich gerne dabei sein. Und ja, wir werden hier wahrscheinlich auch ein Ruderboot aufzeichnen und viele andere schöne Sachen machen, aber da darf sich jeder überraschen lassen. Ja, vielleicht machen wir tatsächlich eine Schlussrunde. Es ist jetzt, wir haben jetzt Hochsommer und vielleicht hat der eine oder andere seinen Urlaub vor, vielleicht jeder noch so ein kleines Statement, was er diesen Sommer so Schönes macht.
Ja, dann fange ich da mal an. Also ich habe wirklich sehr viel Schönes vor. Ich freue mich extrem auf den Sommer. Ich freue mich auch schon nach dem Sommer, weil dann gehen ja unsere Podcasts auch weiter im Stich gelassen und ausgegrenzt. Würde ich natürlich gerne hier nochmal bewerben, einfach für die gute Sache. Ausgegrenzt.eu und im Stich gelassen.eu. Einmal für impfgeschädigte Menschen, einmal für Menschen, die von den Pandemie-Maßnahmen betroffen waren. Und ansonsten freue ich mich jetzt erstmal auf das Pax Terra Festival. Da sind ja auch viele aus unseren kritisch und klar denkenden Kreisen dabei. Das findet jetzt ab dem 26.07. in Friesack bei Berlin statt mit ganz tollen Künstlern Killis Moore, Morgaine, Eon und ganz viele tolle andere. Und ja, ich werde viel reisen und mich irgendwie ja, meiner Mission weiter verschreiben, mich vernetzen. Ich glaube, dass Vernetzung ein ganz wichtiges Thema ist, untereinander und die Kräfte bündeln, weil, wie du es auch gerade gesagt hast, Ronny, also WHO-Pandemie-Vertrag steht vor der Tür und der Wahnsinn geht halt weiter, das ist nicht vorbei. Und es geht gerade erst richtig los und ich habe trotz dieser gefährlichen Situation und dieser gefährlichen Lage, in der wir uns befinden, unfassbar viel Spaß am Leben und das hoffe ich, dass die Menschen das auch haben und das möchte ich gerne als Impuls rausgeben, das nicht zu verlieren, weil wir haben uns ja zum Beispiel auch gerade jetzt in Köln bei der AFA-Tagung getroffen, die Anwälte für Aufklärung mit internationalen Anwälten, die einfach berichtet haben in Vorträgen, wie der Status quo ist, was man machen kann, also aus juristischer Sicht und das sind ja trotz der gefährlichen Lage alles sehr schöne und gewinnbringende und hoffnungsvolle, produktive Themen, die besprochen werden, Veranstaltungen, die stattfinden. Und ich bin echt glücklich in dieser, ja, es ist für mich eine Bewegung, einfach auch der Wahrheit dabei sein zu dürfen. Und ich hoffe, dass wir ganz viele Leute mit solchen Formaten, wie ihr sie auch hier macht, bewegen, zu uns zu kommen. Pax Terra und ja, alles Weitere gerne über meine Kanäle, wer Fragen hat und mitmachen möchte, in welcher Form auch immer. Mhm. Ja, möchtest du? Ja, also für mich, für uns als Familie geht es wieder an die Ostsee diesen Sommer. Wieder Sonne tanken, Vitamin D tanken, ja, T-Shirt wieder weg. Und ansonsten geht es mir auch so, dass ich fühle mich also sehr glücklich und produktiv in dem neuen Leben, in meiner neuen Welt. Also die Welt erlebe ich zwar als chaotisch. Also früher habe ich immer gedacht, wir als kleine chaotische Familie leben in einer geordneten Welt. Und jetzt denke ich, ist es genau andersrum. Das Einzige, was geordnet und normal ist, sind wir als Familie. Da draußen tobt nur der Wahnsinn. Aber die Leute, die sich jetzt finden, die, und zwar ganz von selbst, das sind irgendwie immer die Richtigen und man kann sofort produktiv nach vorne gucken, kann super zusammenarbeiten, sind Herzmenschen. Also ich erlebe mein Leben jetzt als sehr erfüllend. Und es haben sich durch Corona auch lokal die Leute zusammengefunden. Wir wurden ja regelrecht zusammengetrieben in den Lockdowns. Ach, das kannst du. Ach, du bist hier Bauer, kannst anbauen. Ach, so. Also wenn es hier mal wieder, weiß nicht, was kommen als nächstes, die Hitze-Lockdowns. Ich weiß schon, zu wem ich wie hingehen kann. Und wir kommen auch dann zurecht durch die nächste Krise. Also gerade auf dem Land ist das alles noch ein bisschen einfacher als vielleicht in der Stadt. Also ich bin mehr Optimist als je zuvor und bleibe an meinen Zahlen dran und gucke, dass ich das statistische Bundesamt dann noch dazu kriege, ihre Fehler zuzugeben und das zu korrigieren. Ja, Ronald. Ich finde, das aufzugreifen, Spaß am Leben, trotz all dem, was wir machen und wo wir uns einsetzen, darf der Spaß am Leben nicht zu kurz kommen, wenn man es zu übertreibt. Ich habe es selber mal festgestellt, bei mir hatte man einen Hörsturz dann auch. Man muss sich immer wieder auch aufladen, auch unter der Woche schon. Nicht nur auf den Urlaub hinarbeiten, sondern immer wieder mal eine Auszeit nehmen, mal einen schönen Abend, gerade bei Sommerwetter mal, wo man sich mal mit Freunden auf die Terrasse setzt oder zusammen essen geht oder irgendwie zum Baden fährt oder so. Das ist total wichtig, um sich aufzuladen. Ja, und ich habe demnächst auch dann nochmal, ich habe zweimal noch die Möglichkeit nach Griechenland zu fahren. Einmal noch allein, wo ich auch unter anderem Wolfgang Wodak treffe mal. Und dann demnächst auch mit der Familie Segeltouren, da freue ich mich drauf. Und Teil der Familie mitfährt, also das ist auch immer, wo man sich wieder aufladen kann. Aber wir müssen auch unter der Woche immer schauen oder jeden Tag so ein paar Zeiten einbauen, bewusst, wo wir uns wieder aufladen. Wir können nur dann was Vernünftiges tun für andere da sein, wenn wir unseren Energiehaushalt irgendwie gut pflegen und im Auge haben. Genau. Ich mache das auch. Ich gehe jeden Morgen barfuß raus. Ich habe zum Glück eine riesengroße Wiese vorm Haus und auch ein Stück Wald und einen kleinen Hund, der muss sowieso raus und das nutze ich dann echt aus. Und solange wie es noch nicht ganz so heiß ist, kann ich mich dann echt irgendwo an den Fluss setzen und einfach mal die Sonne tanken. Und super. Ich erlebe gerade diesen Sommer so herrlich, also diese Fülle. Und man braucht ja nur mal in die Natur zu gucken, na, wie die miteinander agiert und sich da vielleicht ein Beispiel dran nehmen und vielleicht sagen, Mensch, so wie die Natur uns das vormacht, so sollten wir vielleicht auch miteinander umgehen und ja, und zum Beispiel hier. Stimmt's, Frank? Du hast das Schlusswort heute. Ja, absolut. Ich werde natürlich auch die Sonne genießen, meine drei Kinder genießen, mal die chillige Sommerzeit genießen, wo auch wenig los ist, keine Bundestagsdebatten stattfinden und die meisten sowieso das Internet auslassen.
das werde ich genießen, diese Zeit, mal ein bisschen Erholung tanken. Aber ich werde natürlich trotzdem das tagesaktuelle Geschehen verfolgen. Und wir werden weiterhin auch über den Sommer unsere Sendungen machen und unseren Senf zu allem dazugeben. Ich könnte es auch nicht ohne, ehrlich gesagt. Aber ja, ich freue mich natürlich auch auf den Sommer, wünsche allen unseren Zuschauern natürlich auch eine wunderbare Ferienzeit für alle, die in den Urlaub fahren. Da viel Spaß, ja, für alle, die zu Hause bleiben natürlich auch. Und ja, war sehr angenehm mit dir heute die Sendung zu machen. Ja, gleichfalls. Ja, danke auch an unsere Gäste. Vielen Dank, dass wir da sein dürfen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.